Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung Auch ein politisches Beben, die Türkei nach dem Erdbeben und vor den Wahlen mit Mahir Tokatlı und Anita Starosta. Mein Name ist Kermisch Hamberger, ich bin bei Medico für Flucht und Migration zuständig und habe die Ehre, heute die Veranstaltung mit den beiden moderieren zu dürfen. Ja, ihr alle wisst, dass das Erdbeben die syrisch-türkisch-kurdische Grenzregion am 6. Februar in einem wirklich fast kaum zu glaubenden Ausmaß erschüttert hat. In der Türkei waren es hauptsächlich kurdische, alevitische und auch arabische Gebiete, die betroffen waren. Regionen, in denen Menschen leben, die eh schon seit Jahrzehnten unter politischer Verfolgung und Repression zu leiden haben. Das haben wir auch als Medico beim Erdbeben gesehen. Lokale Hilfe wurde behindert oder kam zu spät an oder wurde auch nur nach politischen Loyalitäten geleistet. Als Medico sind wir sehr, sehr lange schon in Teilen Kurdistans und auch in der Türkei aktiv. Wir haben dort sehr enge und gute Partnerstrukturen. Wir waren, vielleicht eine kurze Erinnerung, wir waren bereits 1999, als dieses verheerende Erdbeben in Istanbul und Umgebung war, sehr aktiv als Medico. Wir arbeiten seit sehr langer Zeit mit dem Menschenrechtsverein IHD zusammen, der sich für Minderheitenrechte in der Region sehr stark einsetzt. Und ich möchte auch noch an die Kampagne Häuser der Hoffnung erinnern, die wir mit den Strukturen vor Ort realisiert haben. Damals ging es darum, Familien, die nach dem Städtekrieg 2015, 2016, als die türkische Armee kurdische Städte belagert hat, als die vertrieben worden sind und deren Häuser kaputt gemacht worden sind, dass wir eben ihnen wieder helfen, Häuser der Hoffnung aufzubauen oder mit aufzubauen. Zugleich ist das Erdbeben von vor 2 Monaten auch auf eine sehr politisch angespannte Situation in der Türkei getroffen. Am 14. Mai, also in weniger als 4 Wochen, finden dort Wahlen statt. Und wenn man es sich anschaut, sieht es für das AKP-Regime und Erdogan eigentlich nicht wirklich gut aus. Wirtschaftskrise, massive Inflation und dann auch noch dieses katastrophale Erdbebenmanagement. Alles kommt zusammen. Und jetzt gibt es auch noch eine in Anführungsstrichen geeinte Opposition, die sich zumindest auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten einigen konnte, Kemal Kılıçdaroğlu, und damit auch für diese Wahl vorübergehend alte Spaltungslinien in der Gesellschaft überwunden werden konnten. Sollte Erdogan tatsächlich die Wahl verlieren, die eine Frage ist, ob er dann auch zurücktritt oder nicht, aber sollte er die Wahl verlieren, würde das wirklich einen historischen Umbruch für die Region und die kurdischen Gebiete bedeuten. Und all das, was ich jetzt so ein bisschen angeteasert habe, mit dem, darüber wollen wir diskutieren, und zwar mit Dr. Mahir Tokatlı. Er ist Politikwissenschaftler, arbeitet derzeit am Institut für politische Wissenschaft an der Universität Aachen. Sein Schwerpunkt liegt auf politischen Systemen mit einem Fokus auf die Türkei. Er hat viel zum Aufstieg der AKP publiziert, zu den deutsch-türkischen Beziehungen in der AKP-Ära. Er hat sein Buch herausgebracht, das heißt Auf dem Weg zum Präsidialsystem à la Türke, eine Analyse unterschiedlicher Regierungsformen in der Türkei seit 1921, kann ich sehr empfehlen. Und er hat auch zum Antisemitismus in der Türkei publiziert. Herzlich willkommen, Mahir. Und dann ist auch Anita Starosta mit auf dem Podium. Wahrscheinlich kennen Sie die meisten, die hier sitzen. Eine ausgebildete Historikerin, seit einigen Jahren bei Medico in der Öffentlichkeitsarbeit, zuständig für Türkei, Nordsyrien und Irak, also vor allem auch für die kurdischen Gebiete. Sie reist sehr, sehr viel im Rahmen ihrer Tätigkeit in diese Gegend, war im Februar erst in Rojava, ist einen Tag vor dem Erdbeben zurückgekommen und dann gleich 3 Tage später in die Erdbebenregion in die Türkei gefahren und hat dort dann Partner besucht und die betroffenen Gebiete angeschaut. Wir haben es uns vom Ablauf her so gedacht. Kommen da noch welche? Nein.
Wir haben uns vom Ablauf so gedacht, dass Anita erst über die Folgen des Erdbebens berichtet und auch die Art und Weise, wie Hilfe und Solidarität instrumentalisiert worden ist. Und dann Mahir einen Überblick über den aktuellen Wahlkampf und die politische Lage in der Türkei geben wird. Damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, es wird jeweils ungefähr einen Input von ca. 20 Minuten geben, auch mit ein paar Bildern. Dann werden wir auf dem Podium so zwei, drei Fragen diskutieren und nach insgesamt einer Stunde, also so um 19.30 Uhr, eröffnen wir dann ins Publikum und ihr könnt mitdiskutieren, Fragen stellen und Kritik äußern. Geplant ist, dass wir die Veranstaltung bis ungefähr 20 Uhr, Viertel nach acht, machen. Ich übergebe jetzt an Anita das Wort und öffne auch deine Präsentation. Vielen Dank dir, Kerem, für die Einleitung. Vielen Dank euch und Ihnen, dass ihr heute es hier ins Medico-Haus geschafft habt, um mit uns über die Folgen des Erdbebens und die politische Situation in der Türkei zu reden. Wie Kerem ja schon richtig gesagt hat, war ich sozusagen zufällig kurz vor dem Erdbeben in Rojava, in Nordostsyrien, und bin auch zufällig einen Tag vorher erst ausgereist, wäre sonst wahrscheinlich in Syrien oder wäre sonst dort geblieben, und bin dann eine Woche später, nicht drei Tage, eine Woche später in das Erdbebengebiet gereist und konnte dort unsere Partner treffen, die wir auch mit oder vor allem mit den Spendengeldern, die Medico für die Erdbebenhilfe gesammelt hat, bis heute unterstützen und mit denen wir auch eine Unterstützung in der Region in den nächsten Jahren planen. Und zwar diese schnelle Nothilfe in der Region möglich, weil wir eben, wie Kerem das auch schon erwähnt hat, einfach sehr lange in der Region schon arbeiten, Jahrzehnte. Und unsere Partner in Diyarbakir, die wir dort eben schon lange unterstützen, eigentlich direkt am nächsten Tag des Erdbebens angefangen haben, selbst organisiert mit den zivilgesellschaftlichen Strukturen vor Ort in solidarischen Netzwerken Nothilfe zu leisten. Darüber werde ich auch gleich nochmal mehr erzählen. Wir haben dann hier in Deutschland relativ schnell Kontakt zu einer Diaspora-Organisation, MADEF, bekommen, die über Menschen hier in Europa organisiert ist, die vor allen Dingen aus Karanmarasch und aus Pazacik kommen. Beides Städte, die gleich im Epizentrum des Erdbebengebiets liegen, die sehr stark von dem Erdbeben betroffen waren, ebenso die umliegenden Dörfer. Ich habe hier auch nochmal eine Karte mitgebracht, da sieht man das ganz gut. Also Karanmarasch ist so eines der Epizentren, rechts davon Pazacik, das waren auch die beiden Orte, an denen wo ich dann war. Wir sind dann noch weiter nach Diyarbakir gefahren, das liegt gar nicht mehr so ganz im Zentrum, aber gerade so in Marasch, Pazacik, dann runter Hatay, eines der Zentren, wo die syrischen Geflüchteten leben, Westsyrien, da ist wirklich das Ausmaß der Zerstörung absolut verheerend gewesen. Die Städte sind fast komplett zerstört, die umliegenden Dörfer sind fast komplett zerstört, und was uns schon in den ersten Tagen nach dem Beben hier erreicht hat und was dann vor Ort bestätigt wurde, ist, dass besonders in diesen stark betroffenen Regionen es nicht genügend Hilfe gab, also Hilfsgerätschaften, die beim Suchen von Überlebenden helfen, Bergungsgerät, Zelte, Lebensmittel, also ganz viel, was in so einer Katastrophe unmittelbar überlebensnotwendig ist, einfach in diesen Zentren der Katastrophe nicht oder nicht ausreichend angekommen ist. Darüber wurde ja zum Glück, muss man sagen, hier auch immer wieder und auch kritisch berichtet. Auch dazu komme ich gleich nochmal, woran das eigentlich lag oder was die Gründe auch für dieses, man kann schon von einem staatlichen Versagen in dieser Erdbebenkatastrophe sprechen. Nochmal ganz kurz zu dem Ausmaß und zu den zu Zahlen, die diese Katastrophe ganz gut fassen. Wobei man immer sagen muss, dass Zahlen auch politisch sind, wenn wir über Katastrophen reden. Also es ist eigentlich unmöglich, gerade in einer Region, in Ländern, in denen autoritäre Regime an der Macht sind, damit meine ich das AKP-Regime, in der Türkei, in Syrien, da können wir heute aus Zeitgründen leider nicht so viel drüber sprechen, aber mit dem Assad-Regime ein ebenso total brisanter Kontext, vor allen Dingen, wenn wir uns die Hilfe anschauen. Also müssen wir offizielle Zahlen immer sehr mit Vorsicht genießen. Und das gilt auch für die Zahlen, die wir uns anschauen, wenn wir über die Erdbebenkatastrophe sprechen.
Die offizielle Zahl für die Türkei, da spricht man so bei, liegen so bei 50.000 Tote. Uns haben schon die Leute, als wir eine Woche nach dem Erdbeben vor Ort waren, gesagt, das sind mehr. Das sind mindestens 100.000 Tote. Die Opposition spricht heute von bis zu 200.000, 250.000 Toten. Es ist einfach eine unglaublich hohe Dunkelziffer, weil bisher immer noch viele Leichen nicht geborgen werden könnten, noch unter den Trümmern begraben sind. Es ist ein großes Problem bei der Identifizierung der Toten. Und weil es eben nicht geschafft wurde, in diesen ersten Tagen, die entscheidend sind in einer Erdbebenkatastrophe, Menschen zu bergen und auch wenn sie schon tot sind, zu bergen, um sie zu identifizieren. Also diese offizielle Zahl, mit der auch die türkische Regierung operiert, 50.000 Tote, ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Alle Experten, Leute, die vor Ort sind, sagen, die ist definitiv viel höher. Vor allen Dingen ist die Vermisstenzahl noch viel höher und das ist ja so ein Indikator, was die Leute, die vor Ort sind, die wissen, wen sie vermissen, wie auch mit ihren Toten umgegangen ist, ganz gut, an dem man sich ganz gut orientieren kann. 3,7 Millionen Menschen wurden evakuiert. Bis heute heißt es, leben mindestens 2 Millionen Menschen in Notunterkünften, in Zeltstätten oder genau eben in schnell errichteten Notunterkünften. Die türkische Regierung spricht von bis zu 200.000 eingestürzten Häusern. Expertinnen, mit denen wir auch vor Ort gesprochen haben und heute noch Kontakt haben, sagen, es sind mindestens 300.000 zerstörte oder eingestürzte Häuser. Insgesamt sind laut UN 23 Millionen Menschen von dem Erdbeben mittelbar und unmittelbar betroffen. Das umfasst jetzt nicht nur die Toten. Und das ist auch eine Zahl, in der die syrische Bevölkerung noch mit eingefasst ist. Für die Türkei kann man sagen, dass ungefähr 10% der Bevölkerung der türkischen Bevölkerung in dem Erdbebengebiet wohnt. Das ist vielleicht nachher noch mal für die Frage, wie entscheidend die Region oder das, was in der Region passiert, für den Wahlausgang ist, interessant. Das Erdbeben ist ein Erdbeben, wenn wir es jetzt nochmal global angucken, mit der höchsten Opferzahl seit dem Erdbeben in Haiti 2010, was ja bekannt geworden ist in den Jahren danach durch die zahlreichen Hilfsskandale, durch die verfehlte Hilfe, die eine Katastrophe auf diese Katastrophe draufgesetzt hat. Auch das ist vielleicht für die Diskussion später nochmal ein spannender Punkt, auch die Frage, was kann Hilfe eigentlich auch kaputt machen in so einem Moment. Warum so viele Tote, warum so viele zerstörte Häuser? Das hat nicht nur was mit der Naturkatastrophe zu tun, sondern es gibt für das Ausmaß dieser Katastrophe, also für diese hohe Zahl der Toten und für diese hohe Zahl der zerstörten Häuser, politische Gründe und politische Ursachen. Und ich glaube, man kann zu Recht von einem staatlichen Missmanagement sprechen, die nicht nur überfordert waren, sondern auch im Vorfeld einfach und auch in der Nothilfesituation selber so viel schiefgelaufen ist, dass es eigentlich eine unabhängige Untersuchungskommission bräuchte, die all das nochmal aufarbeitet, die bis heute aber meines Wissens nach nicht in Sicht ist, die von der Opposition immer wieder eingefordert wurde, die wahrscheinlich aber von internationalen Beobachtern, unabhängigen Beobachtern umgesetzt werden müsste. Genau, vielleicht, ach so, ich habe vergessen, dass wir ja die Präsentation noch haben. Vielleicht kannst du mal kurz die Karte weiterklicken. Ach ja, warte mal. Genau, hier sieht man nochmal ganz gut, wenn ihr euch hier nochmal die Erdbebenregion anschaut, ist das eine Karte, wo man nochmal ganz gut die kurdischen Siedlungsgebiete sieht. Ne? Also Syrien und dann ist da links Marash, Adiyaman bis Diyarbakir, also das Erdbeben hat einen Großteil der Regionen der Türkei betroffen, wo kurdisches Siedlungsgebiet ist. Weiter östlich ist dann natürlich nochmal mehr kurdische Siedlungen, aber es ist ein originär kurdisches Gebiet. Viele Aleviten, die da wohnen, gerade dann weiter südlich auch sunnitische und arabische Dörfer und Städte, aber es ist ein originär kurdisches Gebiet, auch mit einer Geschichte von Vertreibung und Verfolgung, gerade in Marash, das Ende der 70er, gibt es eine Verfolgungsgeschichte an den Aleviten, also ein historisch auch aufgeladenes Gebiet, auf das wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen in der Frage, wie dort mit Hilfe umgegangen wurde. Genau, was sind die Gründe oder die Ursachen auch für das Ausmaß dieser Katastrophe? Was
dazu geführt hat, muss man sagen, ein Punkt ist die Verbindung des Bausektors, des Baukapitals mit der aktuellen Regierung, mit dem AKP-Regime. Also Konzerne aus der Bauindustrie sind eng verbunden mit der AKP-Regierung, bekommen immer wieder Aufträge zugeschustert, wie zum Beispiel der Flughafen oder die Brücke in Istanbul. Also es gibt einfach eine ganz enge Verbindung zwischen dem Bausektor und dem AKP, der AKP-Regierung. Damit in Verbindung steht zum Beispiel auch ein Wahlversprechen 2017 der AKP, damit haben sie damals Wahlkampf gemacht, großflächig Schwarzbauten zu legalisieren. Also es ist nicht nur diese staatliche Verbindung in dem Bausektor, sondern auch eine neoliberale Baupolitik in der Türkei, möglichst schnell und viel bauen, was dazu führt, dass ganz viele Häuser in der Bausubstanz, in der Statik wahrscheinlich nicht abgenommen werden würden. Und Erdogan hat 2017 einfach mit einer Legalisierung der Schwarzbauten um diesen ganzen Bausektor auch geworben hat. Es gibt Experten oder Leute, auch mit denen wir vor Ort gesprochen haben, in Diyarbakir, in der Architektenkammer zum Beispiel, die gesagt haben, eigentlich hätte ein Großteil der Häuser, die damals legalisiert worden sind, nicht abgenommen werden könnten, wenn man sie unter zum Beispiel erdbebensicheren Standards geprüft hätte oder so. Die sind jetzt natürlich alle eingestürzt. Es war jetzt auch nach dem Erdbeben eine große Frage in Istanbul, wo ebenfalls ganz viele solcher Häuser stehen, die auch legalisiert worden sind. Und die Leute auf einmal Angst bekommen haben und die Bausubstanz prüfen lassen wollten. Dann ist ein weiterer Punkt die Veruntreuung der Erdbebensteuer, die 2011, glaube ich, eingeführt wurde nach dem Erdbeben in Van, die man quasi wie die Mehrwertsteuer oder über die Steuer quasi automatisch in der Türkei mitbezahlt, die eben nicht eingesetzt wurde für erdbebensicheren Bau, für Notfallsysteme, für Erdbebenwarnsysteme oder verschiedene andere Maßnahmen, sondern wo dann Straßen mitgebaut worden sind. Auch da steht die Regierung groß in der Kritik, diese Steuer eben nicht für das eingesetzt zu haben, für die sie eigentlich vorhergesehen war. Ein anderer Punkt ist, dass dieses Erdbebenszenario vorhergesehen wurde. Also wir saßen selber, es war glaube ich auch in der Architektenkammer in Diyarbakir, mit Experten zusammen, die uns Dokumente gezeigt haben vom staatlichen Katastrophenschutz, von der AFA, die 3 Jahre alt waren, die ziemlich genau dieses Szenario des Erdbebens vorhergesagt haben. Ich kann ja nochmal so ein bisschen vorhergesagt haben. Das heißt, es war bekannt. Es war bekannt, dass das Epizentrum ungefähr da ist, wo es jetzt auch eingetreten ist. Das heißt, die Regierung hätte sich besser darauf vorbereiten können, gerade wenn man nochmal darauf hinweist, dass es ja auch diese Erdbebensteuer gibt. Also man hätte Sammlungsorte, Notunterkünfte, Hilfsstrukturen, alles vorbereiten können, um Bergungsteams, Übungen, also ganz viele Maßnahmen, die in so einer Erdbebensituation die Zerstörung vielleicht nicht verhindert hätten, aber zumindest die vielen Toten hätten verhindern können. 2009 ist der türkische Katastrophenschutz zentralisiert worden, direkt ans Innenministerium angegliedert worden und dann besetzt worden mit Personen, die eigentlich keine Ahnung haben von der eigentlichen Materie. Und anstatt in den Provinzen wirklich gezielt Helferinnen auszubilden, sich Katastrophenschutzmaßnahmen zu überlegen, Erdbeben sicher zu bauen, wurde diese Katastrophenschutzbehörde enger an den Staat gebunden, um da eben auch eine politische Kontrolle zu haben. Genau, der letzte Punkt ist die strukturelle Benachteiligung von Minderheiten in der Region. Das hat Kerem ja in der Einleitung auch schon gesagt. Die Region ist gekennzeichnet von einer jahrelangen Verfolgung und Unterdrückung von Minderheiten, der Kurdinnen, die dort leben, der Alevitinnen, die dort leben. Es ist immer wieder zu Kriegen, zu Verfolgungen gekommen. Und es gibt zu Recht die Annahme, dass Hilfe in bestimmten Gebieten, in bestimmten Dörfern nicht rechtzeitig angekommen ist, weil eben dort ethnische Gruppen leben, die nicht regierungsnah sind oder die eben regierungskritisch sind, die sich politisch organisieren, genau, die dann sozusagen von der Hilfe ausgelassen worden sind. Ja, das lasse ich nochmal. Hilfe an sich ist immer politisch, das heißt, es gibt keine neutrale Hilfe.
Man muss dennoch sagen, dass die Hilfsbereitschaft international groß war. Also das haben wir hier in Deutschland gemerkt, ihr sicherlich auch. Es gab viele private Organisationen, Leute, die hier in der Diaspora leben, weil sie dort vielleicht noch Verwandte oder Familien haben, die Hilfssammlungen organisiert haben, die Lieferungen organisiert haben, die Spendensammlungen organisiert haben. Auch wir als Medico haben eine unglaublich tolle und große Spendenbereitschaft erlebt. Diese Privatspenden, so haben wir das zumindest immer wieder erzählt bekommen, sind, wenn sie Konvois organisiert haben, von hier in die Türkei oft aufgehalten worden. Oft sind diese Konvois oder diese Hilfsgüter dann vom staatlichen Katastrophenschutz beschlagnahmt worden oder sie haben sie dann selber benutzt und verteilt. Dann international gab es Geberkonferenzen, es gibt Zusagen über 250 Millionen, über 7 Milliarden Euro für die Erdbebenopfer der internationalen Gemeinschaft. Deutschland hat 240 Millionen Euro zugesagt, 1 Milliarde Euro für den Wiederaufbau. All das sind Gelder, die über einen Fonds in der Türkei verteilt werden, der über Regierungsstellen verteilt wird, was logisch ist, aber dennoch mit den Erfahrungen, die wir von Hilfe und Hilfsverteilung in der Türkei gemacht haben, genau, da auch sehr genau geguckt werden muss, wie dieses Geld eingesetzt wird. Und was aber, Entschuldigung, es hat nichts geholfen. Und was aber jenseits von dieser staatlichen Hilfe, die zu spät war, die nicht ausreichend zur Verfügung stand, die vor allen Dingen in den ersten Tagen nicht ausreichend Bergungsgerät oder später auch Gerätschaft, um die Trümmer abzutragen, zur Verfügung gestellt hat, ist, dass es unglaublich viel Hilfsbereitschaft und solidarische Strukturen in der Zivilgesellschaft gab, eigentlich in allen betroffenen Provinzen. Da konnten wir uns, als wir vor Ort waren, selber ein Bild von machen und haben das aber auch bis heute immer wieder mitbekommen, dass eigentlich in allen Provinzen sogenannte Krisenstäbe entstanden sind, die oft mit oder über die Hilfe der HDP, also der linken Oppositionspartei in der Türkei, gelaufen sind, wo sich aber auch jenseits von politischen Parteien ganz viele Initiativen, gesellschaftliche Kulturvereine, politische Vereine zusammengefunden haben und innerhalb von Tagen wirklich bemerkenswert die Logistik auf die Beine gestellt haben. Das heißt, selbst Hilfsgüter eingekauft haben, Leute entsandt haben und geschickt haben, wie sind die Bedarfe in den verschiedenen Provinzen, die Freiwillige koordiniert haben, die sich gemeldet haben, um zu helfen. Wir konnten an zwei so Orten sein, einmal in Pazarcık und einmal in Diyarbakır. Und es war bemerkenswert zu sehen, dass zum Beispiel in Pazarcık eigentlich aus ganz Europa, aber auch aus anderen Orten der Türkei, aus Istanbul, aus Ankara, aus Şırnak, Leute zusammengekommen sind und dort schon eine Woche waren und auch noch 2-3 Wochen weiter dort geblieben sind, um eben selbst organisiert in Dörfer zu fahren, dort Decken zu verteilen, mit den Menschen zu sprechen, die immer wieder berichtet haben, dass das die ersten Leute sind, die ankommen, die ihnen Essen geben oder die ihnen Zelte geben. Umso dramatischer war es dann zu hören, dass zum Beispiel dieses Hilfszentrum in Pazarcık, da habe ich, glaube ich, auch Bilder von mitgebracht, dass dieses Hilfszentrum dann 2 Tage nachdem oder 1 Tag nachdem wir es verlassen haben, von dem Stadtvorsteher gemeinsam mit Polizei und Militär übernommen worden ist. Und dieser sehr solidarische Ort, der nicht nur ein solidarischer Ort war, sondern wirklich ein Ort der konkreten Hilfe, der einfach in dieser Notsituation unterstützt hat, dann aufgelöst wurde, weil dieser Stadtvorsteher gesagt hat, wir unterstellen das jetzt unserer Ordnung, ihr könnt bleiben, wenn ihr das so macht, wie wir uns das vorstellen, aber die Angst vor der politischen Organisierung offensichtlich größer war, als den Hilfsbedarf zu erfüllen, der vor Ort einfach existenziell war und auch immer noch ist. Und so Berichte haben wir immer wieder gehört, auch in Diyarbakır, als wir dann dort in den Krisenstäben waren und mit Leuten gesprochen haben, die eben in freiwilligen Konvois nach Adıyaman oder Hatay gefahren sind, immer wieder davon erzählt haben, dass ihre Hilfsgüter beschlagnahmt worden sind oder sie auch bei Hilfsmaßnahmen aufgehalten
worden sind. Genau, und es auch Berichte gab, dass Leute kriminalisiert worden sind, zum Teil festgehalten worden sind, wenn sie unter Verdacht standen, zu politisch zu sein in dieser Hilfssituation. Ein Punkt, auf den ich noch, wie viel Zeit habe ich noch? Ein Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, sind die syrischen Geflüchteten, die in der Region besonders präsent sind, weil sie eben am syrischen Grenzgebiet liegt. Also Hatay, eine Stadt, die besonders betroffen ist, ist sozusagen das Zentrum vieler Geflüchteter, die dort ankommen, die dort in Unterkünften leben. Es gibt ein Lager, das in der Nähe von Marasch liegt, sind wir auch vorbeige oder konnten da auch kurz halten, wo knapp 50.000 syrische Geflüchtete leben. Und es war hat in der Türkei schon vor dem Erdbeben eine antisyrische Stimmung geherrscht, also Stimmung gegen Geflüchtete, die gemacht wurde, auch schon im Rahmen des Wahlkampfs. Und genau, gerade jetzt in dieser Erdbebensituation ist es bis jetzt so, dass syrische Geflüchtete nochmal stärker kriminalisiert worden sind, ihnen Plünderungen vorgeworfen worden sind. Es gibt auch Bericht von Amnesty International, der das nochmal stark kritisiert, also wie der Umgang mit den syrischen Geflüchteten, also nicht nur, aber da ging es auch um Geflüchtete, wie stark sie sozusagen in diesem Erdbebenkontext nochmal kriminalisiert worden sind. Die Gelegenheit wurde genutzt, sie nach Syrien abzuschieben, von internationaler Hilfe wurden sie ausgeschlossen oder quasi ausgeschlossen, wenn wir uns zum Beispiel dieses Visaprogramm anschauen, was die Bundesregierung ins Leben gerufen hat, was eher eine Farce ist, aber für syrische Geflüchtete, die in dieser Situation nochmal besonders bedürftig sind, und die Situation ist ohnehin schon schlecht. Genau, es ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über das Erdbeben sprechen. Es gab verschiedene Hilfsskandale, die man vielleicht noch kurz erwähnen kann. Einer, der, glaube ich, es bis hier in die Medien geschafft hat, und das steht, glaube ich, nur exemplarisch für das, was an Hilfe schiefgelaufen ist, dass der türkische Rote Halbmond Zelte und Lebensmittel im Wert von 2,3 Millionen an eine türkische private Hilfsorganisation verkauft hat, anstatt sie in einer Notsituation direkt zu verteilen. Das wurde hier vom Deutschen Roten Kreuz sogar gerechtfertigt, das ein bisschen technisch dann begründet, aber das hat sowohl hier als auch in der Türkei, glaube ich, nochmal für großes Aufsehen gesorgt, weil einfach überhaupt nicht verständlich ist, wie in so einer Notsituation noch Geschäfte mit Hilfsgütern gemacht wurden. Dann ist gerade in den ersten Tagen viel sowas passiert wie Einschränkung der Pressefreiheit, Social Media wurde kurz ausgeschaltet, genau, die Kriminalisierung habe ich schon erwähnt. Hier habe ich noch ein Bild mitgebracht von einer Zeltstadt in Diyarbakir, die neben dem Tigris aufgebaut wurde. Da sind wir sogar auch vorbeigefahren. Also als wir da waren, haben sie gerade aufgebaut. Da ist es, glaube ich, für 8.000 Leute ausgelegt. Wo damals uns schon die Leute gesagt haben, völlig verrückt, wenn Hochwasser ist oder es regnet, wird es einfach überflutet, das Gebiet. Und das ist dann auch passiert. Also da waren schon Leute. Das könnt ihr euch, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, 3 Wochen oder so, Monat, als dann in der Türkei es auch nochmal zu Starkregen kam und die Leute aus diesem Zeltlager evakuiert werden mussten. Und das ist jetzt nur ein exemplarisches Beispiel für ganz viele, die auch dann in dieser Hilfslogik wirklich schiefgelaufen sind. Noch ganz kurz der letzte Punkt, Wiederaufbau und wie geht es weiter? Erdogan hat ja relativ früh das Versprechen gemacht, jede betroffene Familie oder jeder betroffene Haushalt kriegt innerhalb von einem Jahr eine Wohnung wieder aufgebaut. Das ist völliger Quatsch, glaube ich, wenn man als Laie sich das Ausmaß schon anguckt und überblickt, davon auszugehen, dass 2 Millionen Menschen innerhalb von einem Jahr wieder eine Wohnung bekommen. Oder ich habe heute noch einen Artikel gelesen, in dem stand, dann müsste der komplette Bausektor in der Türkei ab dem Tag nach dem Erdbeben nur in dem Erdbebengebiet arbeiten, dann ist es vielleicht realistisch. Aber es ist logistisch schon überhaupt nicht möglich. Und dann geht mit der Frage des Wiederaufbaus natürlich die große Befürchtung der Vertreibungs- und Assimilierungspolitik einher. Also wird die Regierung Wiederaufbau nutzen, um Kurdinnen und Kurden aus bestimmten Gebieten rauszuhalten, sie nicht mehr dort anzusiedeln, sie eher in die Westtürkei zu schicken. Das ist eine gängige Praxis in der Türkei. Ist auch genau nichts Neues, bekannt aus anderen Konflikt- oder auch Katastrophenkontexten. Aber auch das wurde uns immer wieder gesagt, ist etwas, wo
darauf geachtet werden muss, dass das eben nicht passiert. Und deshalb sind wir jetzt auch im Gespräch mit unseren Partnerinnen, wie es eben gelingt, einen Wiederaufbau von unten zu betreiben. Also ist es möglich, genau dorthin zu schauen, wo Menschen nicht berücksichtigt werden vom Staat, die Gelder für den Wiederaufbau bekommen, die eben nicht wieder zurück angesiedelt, also nicht zurückkehren können in ihre Heimat, weil sie eben Teil von so einer Umsiedlungspolitik sind oder so. Also der Wiederaufbau von unten, auch wenn er niemals ein Ausmaß erreichen kann, was notwendig wäre, genau, ist, glaube ich, so ein Punkt, den wir gerade auf jeden Fall mit unseren Strukturen oder den Partnerstrukturen vor Ort diskutieren, wie man da so ein bisschen so ein Gegengewicht zu den aktuellen Tendenzen in der Frage des Wiederaufbaus geben kann. Genau, das belasse ich jetzt mal dabei. Und ja, jetzt wissen wir, wie in die Situation gerade ist, in der jetzt auch noch in 4 Wochen die Wahlen stattfinden. Mahir. Ja, super. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Kerem, für die nette Vorstellung. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Kerem hat ja schon angekündigt, ich werde ein bisschen technischer vorgehen und sich ein bisschen mit der, mit dem System befassen, was auch ein Versagen der AKP ist. Und dann genau werde ich auf den Wahlkampf eingehen und auf die aktuelle Situation des Ganzen. Vorweg, falls ich irgendwann mal zu schnell reden sollte, ich neige dazu, gerade wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe für ein komplexes Thema, dann bitte einmal böse gucken. Ich merke das dann schon, dass ich dann zu schnell rede. Ich fange auch etwas irritierend an mit einer relativ persönlichen Frage. Und zwar, also nicht erschrecken, aber wer hier in dem Raum hat keinen Blinddarm mehr. Ja, ruhig trauen. Okay, 2 Personen haben wir. Es gibt immer mindestens 1 Person, die keinen Blinddarm, 3 Personen, die keinen Blinddarm hat. So ähnlich ist auch das türkische System. Also das Parlament ist quasi, hat die Funktion eines Blinddarms. Und ich möchte erklären, warum. Es wurde ja von der Türkei oder von der AKP quasi lange Zeit beansprucht, ein Präsidialsystem zu erschaffen. Und wenn man daran politikwissenschaftlich herangeht, dann kann man feststellen, auch da ist ein politisches Versagen festzustellen. Es gab nämlich kein Präsidialsystem, sondern es ist ein parlamentarisches System, aber ein seltsames parlamentarisches System. Unter anderem kann die Exekutive per Dekret Gesetze erlassen. Ja, das heißt, es bedarf eigentlich keiner Legislative mehr. Also die Legislative kommt ja von, im Lateinischen heißt Gesetzgebung, und diese Kompetenz ist quasi dem Parlament nicht entzogen, aber auch dem Präsidenten übertragen worden. Ja, also ein wesentlicher Aspekt, warum das Parlament sozusagen seine Systemrelevanz beraubt ist. Dann kann die Exekutive auch den Haushalt beschließen. Also nicht direkt, sondern die Exekutive stellt einen Haushaltsplan vor, und dieser Haushaltsplan kann von dem Parlament abgenickt oder quasi abgelehnt werden. Wenn er abgelehnt wird, kann der Präsident einen weiteren Haushaltsplan vorstellen, und wenn dieser erneut abgelehnt wird, dann gilt der Haushaltsplan vom letzten Jahr. Das heißt, so oder so hat die Exekutive die Möglichkeit, also hat der Präsident die Möglichkeit, einen Haushalt beschlossen zu bekommen. Ja, das bedeutet, dass das Königsrecht des Parlaments, nämlich das Budgetrecht, auch dem Parlament entzogen wurde, weswegen das Parlament eigentlich 2 seiner Hauptfunktionen beraubt ist und keine Systemrelevanz mehr hat. Diejenigen ohne Blinddarm wissen es, ja, ist quasi auch ein Organ im Körper, der quasi nicht mehr benötigt wird, weil andere Organe die Funktion des Blinddarms übernommen haben. Das ist jetzt so ein bisschen interdisziplinär. Ich habe nicht nebenbei Medizin studiert. Das habe ich mir alles quasi angeeignet nebenbei. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Systemrelevanz nicht mehr vorhanden ist des Parlaments. Ja, das Parlament hat weitere Funktion, aber nicht mehr die systemrelevante Funktion, weil diese andere Organe übernommen haben. Dementsprechend sieht das Regierungssystem so aus. Wir haben einen Präsidenten und einen Blinddarm, ein Parlament, das sozusagen von der Bevölkerung gewählt wird. Gleichzeitig besitzen beide die Möglichkeit, den Gegenüber aufzulösen oder abzuberufen. Das heißt, der Präsident kann das Parlament auflösen, und das Parlament kann tatsächlich den Präsidenten noch abberufen, aus politischen Gründen, mit einer 3/5-Mehrheit. Und das ist nämlich genau der Punkt, warum das Regierungssystem kein präsidentielles Regierungssystem ist, weil in präsidentiellen Regierungssystemen, das kennen wir vielleicht so aus der Lektüre aus den USA, da kann beispielsweise Trump nicht abberufen werden vom Kongress, weil er schlechte Steuerpolitik oder sowas betreibt. Ja, aber hier wäre es sozusagen möglich mit einer 3/5-Mehrheit. Jetzt könnte man einwenden, eine 3/5-Mehrheit ist eine sehr hohe Mehrheitserfordernis, aber
In Deutschland herrscht das konstruktive Misstrauensvotum. Das bedeutet, dass man quasi sich auf eine neue Person einigen muss und dem dann eine absolute Mehrheit wählen muss. Das heißt, man muss eine konstruktive politische Mehrheit herstellen. Hier würde es ausreichen, wenn das Parlament eine destruktive, einmalige Mehrheit von 60% auf sich vereinen könnte. Wichtig ist auf jeden Fall, dass dann in beiden Fällen Neuwahlen stattfinden. Ja, also wenn das Parlament den Präsidenten abberuft und andersrum, wenn der Präsident das Parlament auflöst, werden beide Organe aufgelöst und es finden Neuwahlen statt. So, und ganz ehrlich, wenn wir das jetzt sozusagen verinnerlicht haben und wenn Sie hier rausgehen und sagen, die Türkei ist kein Präsidialsystem aus politikwissenschaftlichen Gründen, es erklären können, dann bin ich schon tatsächlich sehr zufrieden und da habe ich quasi schon meine Aufgabe erfüllt. Genau, und als Bonushinweis, was auch viele gar nicht so auf den Schirm haben, weil viele sagen, das ist ein Alaturka-Regime, das gibt es quasi nur in der Türkei, das stimmt auch nicht ganz. Es gab mal so ein Regierungssystem in Israel, aber in einer demokratischen Version in den 90er Jahren, wurde aber abgeschafft aus anderen Gründen, aber das ist quasi auch sozusagen kein einzigartiges Modell, sondern dieses Modell gibt es schon, gab es auch schon vorher andere Diskussionen. Und eine Diskussion, die auch immer wieder stattfindet, wenn man über das Regierungssystem in der Türkei spricht, ist quasi die erneute Wiederwahl Tayyip Erdogans. Und Sie haben es wahrscheinlich schon oft gehört oder gelesen, dass gesagt wurde, dass das umstritten sei. Ja, es ist nicht umstritten, das ist Quatsch, es ist wirklich Quatsch. Es ist verfassungspolitisch eindeutig, dass eine dritte Wahl Erdogans unter diesen gegebenen Umständen nicht möglich ist. Es ist nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Also es ist quasi, es stößt gegen die eigene Verfassung, die die AKP 2017 durchgedrückt hat und 2018 sozusagen implementiert hat. Ja? Artikel 101 besagt, die Amtszeit des Präsidenten der Republik beträgt 5 Jahre. Eine Person darf höchstens 2-mal zum Präsidenten der Republik gewählt werden. Und Erdogan wurde 2014 das erste Mal gewählt und 2018 wurde er bestätigt. Lediglich Artikel 116 sagt, werden die Neuwahlen durch die Große Nationalversammlung, also des Parlaments der Türkei, während der zweiten Amtsperiode des Präsidenten der Republik angesetzt, darf der Präsident der Republik noch einmal kandidieren. Das heißt, wenn die Funktion des parlamentarischen Regierungssystems, nämlich die Abberufung des Parlaments, stattgefunden hätte, dann wäre eine dritte Amtszeit oder eine dritte Kandidatur Erdogans rechtmäßig. War es aber nicht. Erdogan hat die Neuwahlen ausgerufen, dementsprechend ist das verfassungspolitisch oder ist das verfassungswidrig, was hier gerade geschieht. Jetzt könnte man einwenden, und jetzt wenden auch die AKPler ein, dass quasi mit dem also mit der neuen Verfassung 2018 das Regierungssystem völlig verändert wurde und dementsprechend alles genullt wurde. Da werden Sie ab morgen sagen, das stimmt nicht ganz, weil die Verfassung wurde nicht geändert, also die Verfassung wurde nicht quasi neu erschaffen, es wurde lediglich Änderungen beschlossen, die allerdings nicht Artikel 101 betreffen. Ja, also quasi die Verfassung ist noch weiterhin die von 1982, sie wurde lediglich verändert. Und da Artikel 101 nicht betroffen wurde von der Änderung und nicht diese Formulierungen, wurde die Amtszeit nicht genullt. Ein Beispiel ein positives Beispiel, was natürlich eigentlich negativ ist, wäre Putin. Ja, Putin hat nämlich bei der Verfassungsänderung die Amtszeit tatsächlich auch genullt. Ja, also hätte Erdogan das vernünftig gemacht, hätte er sich an Putin orientieren müssen und die Amtszeit genullt. Also deswegen ist kein positives Beispiel, aber es wäre sozusagen ein Beispiel, wie es rechtmäßig vonstatten gehen würde. Dementsprechend ist die erneute Kandidatur verfassungswidrig. Ändert nichts daran, dass Erdogan trotzdem kandidiert. Und ich habe jetzt hier Sie sehen jetzt hier die AKP, dann ihre Koalitionspartnerin, ist auch nicht ganz richtig, eigentlich ihre Allianzpartnerin, die MHP, rechtsextreme Partei, und dann noch 4 weitere Parteien, auf die komme ich eigentlich gleich nochmal zu sprechen, nur hier, dass wir das mal so sehen. Dann haben wir den Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, der in internationaler Presse ganz gerne mal als türkischer Gandhi bezeichnet wird, was auch natürlich völlig hanebüchen ist, aber manchmal sind ja Zeitungen nach Schlagzeilen aus und dementsprechend passt das vielleicht ganz gut vom optischen Erscheinungsbild. Wir sehen auch hier Parteien, mit denen die JHP nicht koaliert, aber sozusagen eine Allianz geschmiedet hat, ein Wahlbündnis geschmiedet hat. Und auch da nochmal eine Kritik an die Journalistinnen und Journalisten. Die JHP wird in Deutschland ganz oft als sozialdemokratische Partei
bezeichnet. Wobei die Kritik muss sich auch erweitern, nicht nur an die Journalistinnen und Journalisten, sondern auch an die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die weiterhin die JHP in ihrer, in ihrem europäischen oder in ihrem internationalen Bündnis weiterhin toleriert. Weil die JHP ist eigentlich keine sozialdemokratische Partei, sondern eine Zentrumspartei des Staates und hat einmal in den 70er Jahren versucht, einen sozialdemokratischen Weg einzuschlagen, ist aber bei weitem nicht sozialdemokratisch. Das kann man ganz gut hier an den Bündnispartnerinnen erkennen. Wir haben einmal die E-Party. Die E-Party ist eine Abspaltung der rechtsextremen MHP. Also wir haben eine rechtsextreme, eine neofaschistische Partei als Partnerin. Wir haben die Demokratpartiste, das ist eine mitte-rechts-konservative Partei, auf dessen Erbe sich unter anderem auch die AKP am Anfang ihrer Zeit berufen hat. Wir haben hier die Saadet-Partiste, das ist sozusagen die Abspaltung der AKP, also auch eine politisch-islamische Partei, die in der Miligödisch-Richtung verortet ist. Und dann noch zwei ehemalige AKP-Leute, einmal die Deva-Partiste, das ist die Partei des alten Finanzministers Ali Babacan, des AKP-Lers, die aus dem Streit mit Erdogan von der Partei ausgetreten sind. Und Gelecek-Partisi, die Zukunftspartei, die von Ahmet Davutoğlu gegründet wurde. Und Ahmet Davutoğlu könnte Ihnen auf jeden Fall was sagen. Er war sowohl Außenminister als auch Premierminister eine kurze Zeit, als Erdogan dann 2014 zum Staatspräsidenten gewählt wurde. Dann haben wir hier noch zwei weitere Figuren des politischen Systems in der Türkei. Einmal Sinan Oğan, der ist auch aus der MHP ausgetreten, als die MHP sich, eine rechtsextreme Partei, die er gegründet hat, eine neofaschistische Partei, der tritt ebenfalls als Kandidat ein. Und Muharrem İnce, der 2018 noch der Kandidat der JHP gewesen ist, der Präsidentschaftskandidat der JHP gewesen ist und jetzt irgendwie aus einer Mixtur aus Enttäuschung, Egomanie, Narzissmus, vielen Dank, Kerem, quasi antritt, ja, und dabei auch irgendwie schwadroniert, dass er quasi die zweite Runde gewinnen wird, weil die ganze Nation hinter ihm steht. Dabei sind die Umfrageergebnisse, die man sowieso mit bisschen Bedacht sich aussuchen sollte, angucken sollte. Da ist er bei maximal 3%, eher bei der magischen 1% der Stimmen. Ja, das sind quasi die vier Kandidatinnen, die vier Kandidaten. Hier nochmal abgebildet, wie so ein Wahlzettel aussieht. Das habe ich extra genommen, weil wir sehen ja hier, wie Erdogan hier aussieht, also ein bisschen gezeichnet von der ganzen Herrschaft. Und hier sieht er ja ein bisschen jünger aus. Und das ist tatsächlich das Wahlzettelbild von der Staatspräsidentschaftswahl 2014, also von 9 Jahren. Das kann man auch erkennen, dass das nicht mehr aktuell ist. Oh, jetzt habe ich das ausgemacht. Ach so, doch nicht. Ich habe es noch nicht ausgemacht. Jetzt gehe ich ganz kurz auf die Parteien ein, also auf die Allianzen an, Allianz des Volkes. Wir haben hier die AKP, MHP, dann die BBP, ebenfalls eine Abspaltung der rechtsextremen Partei. Sie sehen, dass die rechtsextremen Parteien sehr viele Abspaltungen hatten. Das hat auch damit etwas zu tun. Es gibt die MHP und ihre Vorläuferorganisation seit 1967. Und meine Mathematik ist relativ schlecht. 67 bis heute, das sind 56 Jahre. 56 Jahre. Die MHP hat bisher zwei Parteivorsitzende kennenlernen dürfen. Und das auch nur, weil der eine verstorben ist. Also nur deswegen gab es quasi eine Neuwahl. Und ich weiß nicht, ob Sie David Bachtel, den Vorsitzenden, schon mal gesehen haben. Der ist auch quasi also kurz davor, das Zeitliche zu segnen. Das heißt, in dritten Person wird es irgendwann geben, aber wahrscheinlich erst, wenn der Tod kommt. Und dementsprechend auf jeden Fall gibt es relativ viele Abspaltungen, weil in der Partei die Demokratie natürlich auch nicht gerade sehr verbreitet ist und dementsprechend eine neue Partei gründen sollte, wenn man irgendwie eine Partei führen möchte. Und die Bülpali-Partei ist Abstand aus den 90er Jahren, die geht eher in die islamische Tendenz. Jene der Fachpartisi ist sozusagen die Partei, die Vorgängerpartei der AKP ist und die auch auf Necmettin Erbakan zurückgeht. Necmettin Erbakan, der Vater des politischen Islam in der Türkei, wurde in Aachen als Maschinenbauer, glaube ich, promoviert. Sein Sohn hat quasi die Partei neu gegründet und die hat sich dann auch für ein Bündnis mit der AKP entschieden.
die Hüder-eine Partei, ja, die eigentlich eine, ja, also eine sehr komplexe Partei. Ich glaube, es würde reichen, wenn wir sagen, dass es quasi eine staatlich kontrollierte oder staatlich lancierte kurdisch-islamistische Partei ist. Und die DSP. DSP ist eine links-kemalistische Partei, nationalistische Partei, die allerdings heute, also in ihrer jetzigen Form, nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie noch in den 90er Jahren gewesen ist, sondern einfach eine Partei, die irgendwie bei zwischen 0,5 irgendwie rumgurkt. Also eigentlich nicht der Rede wert. Warum aber so viele kleine Parteien sich an die Allianzen heranmachen, hat eine besondere Bedeutung, weil die Präsidentschaftswahl sagt ja, dass man, also man wird Präsident, wenn man 50% plus eine Stimme holt. Und dementsprechend ist tatsächlich jeder Prozent wichtig. Ja, und deswegen sind die kleinen Parteien, ist es wichtig für die kleinen, ist wichtig für die großen Parteien, die kleinen Parteien an sich zu binden, weil 50% plus X, das heißt, jede Prozentzahl ist wichtig und dementsprechend sind die kleinen Parteien auch da jetzt drin, auch wenn die ideologisch ja eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Noch schlimmer, ideologische Zusammensetzung ist tatsächlich hier, aber das habe ich gerade eben schon erwähnt, bei der Allianz der Nationen, also bei dem sogenannten Sechsertisch, bei der wie viele Kolleginnen und Kollegen sagen, bei der Hoffnung, bei der demokratischen Hoffnung, dass das keine demokratische Hoffnung ist, komme ich auch nochmal gleich zu sprechen. Und dann gibt es die Allianz der Arbeit und der Freiheit. Da haben wir linke Parteien, linkssozialistische Parteien, gewerkschaftsnahe Parteien, Parteien, die aus der kurdischen Tradition entstammen. Und genau, auf die komme ich auch nochmal gleich zu sprechen. Wichtig ist nochmal, dass hier die Hüdapar Partei und die DSP beispielsweise zwar in der Allianz drin sind, aber auf dem Wahlzettel treten sie nicht als eigene Listen auf, sondern sie treten auf den Listen der AKP an, genauso wie eigentlich alle Parteien bei der Allianz der Nationen, bis auf die IE-Partei und die JHP, also alle Parteien, die hier sind, treten auf der Liste der JHP an, plus eine TDP, das ist die Partei for Change, Partei für den, türkische Partei für den Wandel. Die tritt ebenfalls bei der JHP an und hier treten alle Parteien unter der Liste der YSP an, bis auf die türkische Arbeiterpartei. Und warum die HDP nicht antritt, darauf komme ich auch nochmal gleich in weiteren Folien zu sprechen. Es gab eine Wahlgesetzänderung, die vor einem Jahr stattfand und in der Türkei ist es so, dass quasi, dass wenn man das Wahlgesetz ändert, es erst nächstes Jahr, also ein Jahr braucht, damit das in Kraft tritt. Und dieses Gesetz hat sozusagen die Logik der Allianzen nochmal verändert. Ja, weil waren noch 2018 die Summe der Stimmen innerhalb der Allianzen für die Mandatsverteilung entscheidend, so ist das jetzt so, dass die Parteien gemäß ihres eigenen Stimmanteils innerhalb der Allianz Mandate bekommen. Das heißt, es war im alten Wahlsystem vernünftig, wenn man an die Allianz bildet und da quasi jede Partei unter ihrem eigenen Logo antritt, weil es gab da sozusagen keine Stimmverluste. Ja? Aber jetzt ist das so, dass wenn Parteien in der Allianz zwar sind, aber mit eigenem Namen antreten, dann kämpfen die sozusagen für sich. Ja? Und nach dem Daunt-System, das ist irgendwie ein Belgier, nachdem das war, also kluger Mathematiker wohl gewesen, also quasi nicht mein Fachgebiet, der quasi bestimmt hat, wie so ein Wahlsystem funktionieren kann. Und das türkische Regierungssystem, Wahlsystem, funktioniert nach dem Dorn-System. Das heißt, es werden Mandate verteilt nach Stimmen. Ja, und es wird immer die Stimmen abgezogen und so weiter und so fort. Kompliziertes, also für mich komplizierte mathematische Rechnung. Und die Parteien müssen sozusagen eine bestimmte Anzahl an Stimmen erreichen, um ein Mandat zu bekommen, auch wenn sie der Allianz angehören. Ja, man kann das umgehen, wenn man gemeinsame Listen bildet. Das würde bedeuten, dass auf der Liste dann zwar Allianz steht, also hier beispielsweise die Allianz des Volkes oder die Allianz der Nation, ja, und dann hätte man die Auswahl zwischen JHP und der IE-Partei, die beiden größeren Parteien, und die kleineren Parteien würden ihre Kandidaten auf die Liste der JHP packen. Ja? So könnte man sozusagen das umgehen. Ja, und genauso wird das auch sein. Und deswegen gab es einen großen Streit, oder keinen großen Streit, aber gab es ja doch einen Streit bei der dritten, sogenannten dritten Allianz, der Allianz der Arbeit und der Freiheit, weil nämlich die türkische Arbeiterpartei gesagt hat, sie möchte unter einem Logo antreten.
Das bedeutet schlimmstenfalls, dass der, dass dem Bündnis sozusagen Mandate fehlen werden, weil wenn die türkische Arbeiterpartei nicht bestimmte Zahl an Abgeordneten, an Stimmen erreicht, dann verliert sozusagen die ganze Allianz diese Stimmen, die nicht mehr ausreichen, also die nicht mehr mathematisch ausreichen für ein Mandat. Ja, und dementsprechend gab es da Streit. Deswegen wäre es eigentlich smarter, wenn Parteien gemeinsame Listen kreieren würden. Und das haben die anderen Listen quasi auch gemacht, ja, dass die kleineren Parteien auf den Listen der größeren Parteien auftreten. Dann wurde die Stimmsperrklausel von 10% auf 7% herabgesenkt. Also die Türkei ist ja seit 1982 weltweit das Land mit der weltweit höchsten Sperrklausel bei 10%. Hier in Deutschland brauchen wir 5%, in der Türkei bräuchte man 10%. Ab jetzt ist quasi nur noch 7% entscheidend. Nur Liechtenstein, ein Land, mit dem man sich natürlich gerne messen möchte, hat eine höhere Sperrklausel, 8%. Und wichtig ist auf jeden Fall für uns, um sich zu merken, dass weiterhin die Hauptaufgabe der Allianzbildung diejenige ist, dass man die Sperrklausel überwindet. Ja? Wenn man in der Allianz sozusagen ist, überwindet man die Sperrklausel, aber nun muss man sozusagen alleine kämpfen, wenn man auf die eigene Liste besteht. Genau, die Situation der HDP, ist mir schon mal aufgefallen, dass die HDP sozusagen jetzt nicht antritt, also mit einer eigenen Liste, mit dem eigenen Emblem. Das hat was damit zu tun, dass es ein Parteiverbotsverfahren gegen die HDP angestrengt wurde vor geraumer Zeit und dass die mündliche Anhörung und die Verteidigung am 11. April stattfinden soll. Und das ist deswegen so interessant, weil am 9. April war so eine Letztannahme der Listen. Ja, das heißt, die Parteien hatten bis zum 9. April Zeit, die Listen sozusagen fertigzustellen. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, wenn die HDP als Partei angetreten wäre bei dieser Parlamentswahl, das wäre dann am 9. April, wäre das dann sozusagen safe, also es wäre dann sozusagen zementiert. Und ab dem 11. April finden dann mündliche Anhörungen statt und das türkische Justizsystem ist manchmal langsam, wie man das an bestimmten Prozessen, an Deniz Yücel beispielsweise sieht oder auch an Selahattin Demirtas, aber manchmal auch ganz schnell. Und in diesem Szenario wäre es wahrscheinlich oder wäre läge die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Justiz schneller arbeitet. Ja, und dann wäre die HDP sozusagen verboten und wenn die HDP verboten ist, dann wären auch ihre Abgeordneten oder quasi die Listen, die auf der Liste sind, sozusagen ebenfalls mit einem Parteibetätigungsverbot versehen worden. Und um das zu umgehen, hat die HDP bereits 2012 sozusagen Sympathisanten oder Freunde oder Kolleginnen, Genossinnen eine Partei gegründet, die Grüne Linkspartei heißt. Also quasi für den Fall tatsächlich, dass so etwas eintreten kann. Und das zeigt eigentlich, mit was für einer politischen Nase die Partei ja nicht gesegnet ist, aber die sich antrainieren musste, weil sie bisher in einem sehr feindlichen institutionellen Umfeld leben musste und dementsprechend sich sozusagen Schlupflöcher schon organisiert hat. Und deswegen kann man jetzt sagen, Meisterstück, dass diese Partei gegründet wurde und man kann das ja auch schon an den Logos erkennen, dass da eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden ist. So sieht das HDP-Logo aus und so sieht das Logo der Grünen Linkspartei aus und die HDP wird ist auf der Liste der Grünen Linkspartei, wird sie antreten. Ich habe noch 5 Minuten, ich bin sehr gut in der Zeit. Schön. Wobei eigentlich nicht, aber genau. Das ist das Wahlsystem in der Türkei. Also ganz kurz, um das mal so zu vergegenwärtigen, weil ich weiß nicht, ob Sie das alle so wissen. Die Türkei ist aufgeteilt in 81 Departements, 81 Provinzen. Und diese 81 Provinzen, da gibt es 87 Wahlkreise, weil einige Provinzen haben mehrere Wahlkreise. Ankara und Istanbul haben 3 Wahlkreise beispielsweise. Istanbul und Bursa haben 2 Wahlkreise und dementsprechend wird das 87 plus. Es kommen dann noch die Stimmen der ungefähr 3 Millionen Auslandstürkinnen und Türken dazu, die allerdings nicht in einem Wahlkreis organisiert sind, sondern die einfach dazu gerechnet werden. Mandatsverteilung ungefähr, um so ein kleines Bild zu machen. Ich habe jetzt kein Licht mehr.
Istanbul 98, Ankara 36, das wird natürlich nach der Bevölkerung gemessen, Izmir 28, Bursa 20 und so weiter und so fort. Wenn Deutschland ein eigener Wahlkreis wäre, Fun Fact, wäre Deutschland mit 1,5 Millionen Stimmberechtigten, ungefähr 1,5 Millionen Stimmberechtigten, der 8. größte Wahlkreis hinter Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Istanbul, Izmir und Konya alphabetisch geordnet. Genau, Hoffnung Kılıçdaroğlu, zweimal Nein, eigentlich dreimal Nein. Das erste Mal Nein wegen des Wolfsgrußes. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also in der Grundschule wird das oft als Schweigefuchs, also das heißt, wenn wir irgendwie Grundschullehrer, Kandidatinnen, Kandidaten haben, nicht Schweigefuchs machen, wenn man in einer Klasse ist mit türkeistämmigen Leuten. Wir sehen, dass der Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Partei quasi einen Wolfsgruß macht und das äquivalent zum Hitler, also zum Hitlergruß, ja, und da kann man sehen, wie weit das her ist mit einer Mitte-Links-Orientierung des Kandidaten. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen fies, das Foto stammt nicht von, also von der jüngeren Vergangenheit, sondern von seinem Gerechtigkeitsmarsch, den er, glaube ich, 2017 oder 18 gemacht hat. Auch eine Parallele dann zu Gandhi, dieser Marsch, den Gandhi ja ebenfalls getan hat. Ist natürlich ein bisschen fies von mir, aber das kann man natürlich machen, wenn man die Präsentation, Herr der Präsentation ist. Das zweite Nein oder das erste Nein ist quasi politisch. Also die Parteien der Allianz sind alle rechts und haben allesamt personelle oder politische Verflechtungen mit der AKP. Ich habe es ja vorhin angekündigt oder schon gesagt, die beiden Parteien sind, also zwei Parteien sind Gründungen von Ex-AKP-Lern. Die eine Partei ist die Gründung oder Abspaltung der rechtsextremistischen MHP. Die andere Partei ist die Vor-, also quasi die Inspiration der Anfänge der AKP als christlich-demokratisch, als Mitte-Rechtspartei. Und auch die JHP hat organisatorische oder politische Verflechtung, verzeihen, mit der AKP, beispielsweise als man den 2016 die Immunitätsaufhebung abgestimmt hat, das ging nur mit der AKP, es ging nur mit den Stimmen der JHP und die JHP hat das ebenfalls unterstützt. Das heißt, auch da gibt es irgendwie politische Verflechtung auch der JHP mit der AKP. Damals hat der türkische Gandhi gesagt, dass es zwar verfassungswidrig sei, aber wir stimmen trotzdem mit Ja, weil wir nichts zu befürchten haben. Stimmt auch, die JHP hat nicht zu befürchten. Diejenigen, die im Gefängnis sitzen, sind nicht von der JHP, sondern von der HDP. Dann institutionell, und das ist etwas, was auch da wieder an die Journalistinnen und Journalisten und auch an die Kolleginnen und Kollegen, man spricht davon, dass mit der JHP, mit Kemal Kılıçdaroğlu und Kerem hat es angekündigt, das erste Mal eigentlich seit 21 Jahren, dass die AKP wirklich so, dass man spürt, ein Wandel ist eventuell greifbar. Politischer Wandel durch Wahlen ist eventuell greifbar, also es ist durchaus möglich, aber was kommt danach? Ja, was soll dann passieren? Und Kemal Kılıçdaroğlu, ich habe es gesagt, ist jetzt quasi nicht die demokratische Alternative, wo man sagt, okay, ich bin jetzt quasi erleichtert und wir wissen, es wird jetzt in den nächsten Jahren bergauf gehen, was die Demokratie angeht. Das ist eine Sache. Aber auch institutionell, man braucht, und das ist einfach, weil viele Türkei-Experten und Experten einfach eigentlich Migrationsexperten sind, aber auch immer das System erklären sollen, und die dann sagen, er ist die Hoffnung. Aber man darf nicht vergessen, dass eine institutionelle Veränderung braucht eine 3/5-Mehrheit, um die Verfassung zu verändern. Ja, und wenn es die nicht gibt, ja, dann kann man die Verfassung nicht verändern. Dann muss man mit der Verfassung weiterleben. Und es sieht so aus, ich habe ja gesagt, dass man die Umfragen nicht so für voll nehmen sollte in der Türkei, also generell nicht, aber in der Türkei erst recht nicht. Und die Umfragen, wenn man jetzt die positivsten heraussucht, dann kommt die Opposition mit der HDP, also quasi mit der Opposition für Arbeit und für Freiheit nicht auf die nötige Zahl, um die Verfassung zu verändern. Ja? Und man bleibt dann in dieser Verfassung kleben, es sei denn, die AKPler und die MHPler werden die Verfassung verändern. Und Kerem macht schon weiter, das heißt, ich habe nie mehr allzu viel Zeit. Genau, und das ist auch nochmal so ein kleiner Ausblick, den ich geben möchte. Denn Demokratien zeichnen sich unter anderem, nicht nur, aber unter anderem dadurch aus, dass erstens Wahlen ergebnisoffen sind, denn der Prozess ist fair und frei. Das ist für die Türkei auf jeden Fall spätestens mit dem Novemberwahl 2015 eigentlich nicht gegeben. Ganz augenscheinlich wurde das dann bei dem Verfassungsreferendum am 16. April 2017.
dass die Wahlen eben nicht ergebnisoffen sind, beziehungsweise die Wahlen, also der Prozess ist weder frei noch fair. Und zweitens findet ein Regierungswechsel statt, bestenfalls friedlich. Ja, und wir haben es ja jetzt in den Staaten, in den USA, aber auch in Brasilien gesehen, dass autokratische Figuren gerne an ihrem Stuhl kleben bleiben, auch wenn sie die Wahl offensichtlich verloren haben. Und dass dies in der Türkei passiert, ist ja relativ wahrscheinlich. Und mit dieser düsteren Perspektive würde ich sagen, ich habe meine Zeit, glaube ich, ganz gut ausgenutzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für diesen Ritt durch das politische System der Türkei. Was ich ganz gut fand, jetzt auch eigentlich für uns, die wir hier im Raum sitzen, um uns auf die Wahlen vorzubereiten, auf den Wahlkampf, auf all das, was jetzt noch kommen wird. Ich fand auch ganz nett, wie du die Kontrolle der AKP, der Justiz durch die AKP als etwas beschrieben hast. Manchmal kann es auch ganz schnell gehen. Das war eine gute Umschreibung der Situation. Bevor ich jetzt ins Publikum gebe, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das war ganz gut, dass es mal so eine Art Grundkurs in dem, was eigentlich ansteht, gebracht wird. Das kommt in öffentlichen Veranstaltungen immer viel zu kurz. Auch von der katastrophalen Situation des Erdbebens dann auf das politische System überzugehen, das war gut. Und ich möchte das beides so ein bisschen verbinden, inwiefern ihr einschätzt, dass das Erdbeben jetzt auch ein politischer Einschnitt im Vorfeld der Wahlen war. Wir haben kurz vor der Veranstaltung diskutiert, dass du denkst, dass es relativ wenig eine Rolle spielt in manchen Teilen der Türkei. Aber ich würde gerne auf eine Situation verweisen, und zwar auf 1999. Es gab damals im August ein großes Erdbeben in Istanbul und Umgebung mit 20.000, 25.000 Toten. Und damals war auch die Reaktion des Staates sehr, sehr hilflos. Es wurde deutlich, dass es auch eine Staatskrise gibt, die es nicht ermöglicht, dem Staat auf dieses Erdbeben damals adäquat zu reagieren. Und irgendwie erinnert mich die Situation jetzt nach dem 6. Februar diesen Jahres auch an daran. Und damals hatte die AKP auch davon profitiert, dass sie gesagt hat, seht her, der Staat kann nicht darauf reagieren, wählt jetzt uns. Es gab noch andere Krisenmomente, aber das war ein wichtiger. Inwiefern könnte das Erdbeben jetzt einen Krisenmoment für das AKP-Regime darstellen? Ich fange vielleicht mal im Kleinen an und dann kannst du da wieder den großen politikwissenschaftlichen Blick drauf werfen. Da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Ich habe ja vorhin die Karte mit diesen kurdischen Siedlungsgebieten gezeigt, die eben auch in dieser Erdbebenregion liegen. Man darf aber nicht vergessen, dass gerade im Gebiet des Epizentrums sehr viele Kurdinnen und Kurden auch die AKP wählen. Also es ist gerade das Epizentrum ist eines der, gibt es eine große Kernwählerschaft der AKP, die bis zuletzt eben auch immer an Erdogan geglaubt haben, an dem Regime festgehalten haben und bei denen, glaube ich, jetzt mit dieser ausbleibenden Hilfe und mit all dem, was an Hilfe schiefgelaufen ist, das erste Mal so gebröckelt ist. Ne? Also das haben wir vor Ort erlebt, als wir durch Pazacik oder Marasch gefahren sind und da einfach mit den Leuten auf der Straße gesprochen haben, wo uns dann die Leute, mit denen wir unterwegs waren, immer mal wieder sowas gesagt haben wie, ach, das ist übrigens meine Tante, glühende Erdogan-Anhängerin, und die dann vor uns stand und wirklich aufgelöst war, traumatisiert war darauf geschimpft hat, dass sie eben bis heute keine Hilfe erfahren hat, dass sie drei Verwandte verloren hat, die bisher noch nicht geborgen sind und so weiter. Also ich glaube, dass zumindest jetzt im Konkreten in der Erdbebenregion Leute wirklich an der eigenen Betroffenheit erfahren haben, wie eklatant das staatliche Versagen war. Und dass sie eben auch gemerkt haben, wer diejenigen sind, die geholfen haben, nämlich diese selbstorganisierten Krisenstäbe, die Freiwilligen, die, und da muss man schon sagen, die HDP hat da keinen Wahlkampf gemacht, obwohl das schon Wahlkampfzeit war. Also wir waren in diesen Zentren und da hing nirgendwo die Fahne oder es wurden keine Flyer verteilt. Aber die Leute aus der Region kennen sich natürlich und wissen, wer vor Ort ist und wer die Hilfe verteilt und wen sie antreffen und wen nicht. Das fand ich zumindest sehr spürbar, als wir vor Ort waren, jetzt so aus dem konkreten Szenario von vor Ort berichtet, wie entscheidend das letztendlich für den Wahlausgang ist und wie sehr das auch Thema jetzt im Wahlkampf der Türkei ist. Das kann es
du vielleicht nochmal besser einordnen. Ich meine, Erdogan ist ja immer wieder vor Ort gewesen, hat versucht, diese Versprechen zu machen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihm nicht mehr so richtig geglaubt wird, zumindest von den Leuten vor Ort, die betroffen sind. Ja, vielleicht kannst du das einfach nochmal aus deiner Perspektive gut ergänzen. Auf jeden Fall schön auch zu hören, dass das da vor Ort auch ein bisschen anders dann wahrgenommen wird, weil das ist natürlich ein bisschen der Nachteil, wenn man hier in Deutschland lebt und Politikwissenschaft drüben machen möchte, weil man natürlich auch dann nicht so die Stimmung mitbekommt. Was auf jeden Fall so ein bisschen den Vergleich zu 2002 vielleicht ein bisschen, also nicht zum Hinken bringt, aber so ein bisschen entkräftet, ist vielleicht der Faktor Zeit. Zwischen 99 und 2099 war der war das Erdbeben und 2002 war sozusagen die Neuwahl, also war die Wahl, die reguläre Wahl, und da gab es 3 Jahre Zeit. Das heißt, es wurde nicht nur auf das situative Versagen der Regierung sanktioniert, sondern es wurde auch sozusagen die Postphase, also quasi die Phase nach der Katastrophe. Wie reagiert der Staat, wie reagiert die Regierung, auch darauf wurde reagiert. Und bei Erdogan, also eigentlich könnte man auch davon ausgehen, dass das vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist für die AKP, weil jetzt kann man natürlich wieder mit Versprechen agieren. Und wenn man sich die Regierungszeit seit 2002 oder seit 2003, wenn man das auf die Person Erdogan bezieht, seit 2003, dann sieht man, dass da relativ viele Versprechungen immer wieder gemacht worden sind. Also das bezieht sich ja meistens, also die Politik Erdogans bezieht sich ja in der Regel auf Versprechungen, die gerade vor den Wahlen stattfinden. Und jetzt fängt er schon an zu sprechen, dass, du hast es vorhin gesagt, innerhalb eines Jahres kriegt jede Familie ein Haus und so weiter und so fort. Das heißt, er versucht, das Erdbeben so auszunutzen, dass man sagt, einmal noch die Chance, einmal noch die Möglichkeit, ihm zu geben, da etwas aufzubauen. Zweitens, vielleicht politikwissenschaftlich gesprochen, in diesen 11 Provinzen, das glaube ich, die betroffen sind, herrscht Ausnahmezustand. Und das sind auch 11 Provinzen, die würden auch ohne Ausnahmezustand sehr stark vom Militär kontrolliert werden, weil diese Region hat die Tradition, dass dort das Militär herrscht. Also eigentlich herrscht nahezu ununterbrochen seit 1982 oder seit 1979 eigentlich sogar in den Regionen phasenweise immer wieder der Ausnahmezustand. Und dementsprechend sind auch die militärischen, die polizeilichen, die staatlichen Organisationskräfte dort sehr hoch. Das ist auch immer wieder ein Grund, warum man dort mit Wahlen viel leichter manipulieren kann. Und ich habe vorhin, du hast vorhin angesprochen, dass manchmal schnell, also das witzig war, ich gesagt habe, dass manchmal Justizwesen schnell geht, manchmal nicht schnell geht. Auch die bürokratischen Mittel gehen manchmal schnell und manchmal nicht so schnell. Und wir haben da ja eine Katastrophe, Haiti hast du, glaub ich, erwähnt, und da hat man ja auch gesehen, dass das quasi die bürokratische Aufbauarbeit relativ lange dauert. Und auch hier, wir haben jetzt bald Wahlen dort, ja? Und wie schnell kriegen die Leute wieder Pässe, können sich ausweisen, haben das Wahlrecht und so weiter und so fort, das sind alles Fragen, je nachdem, wie die Situation ist, geht es schnell, ja? Oder geht es langsam, verzögert man den bürokratischen Wiederaufbau. Und dementsprechend ist das natürlich irgendwie schon ein Thema, aber dieses Thema wird von vielen anderen Schatten oder von Nebenschauplätzen überschattet. Ich habe vorhin angesprochen, den Muharrem İnce beispielsweise redet die Türkei viel zu sehr, auch die Opposition, viel zu sehr über Nebenkriegsschauplätze, unter anderem über Muharrem İnce, anstatt sich auf das Erdbeben zu fokussieren, was eigentlich kaum ein Thema ist. Was auch verwunderlich ist, dass die Opposition das irgendwie nicht so richtig anpackt. Ich würde gerne noch mal 2 Sachen ergänzen, die mir jetzt noch eingefallen sind, als du geredet hast. Zum einen der Punkt, dass tatsächlich alle Leute, als wir eben unmittelbar nach dem Erdbeben vor Ort waren, davon ausgegangen sind, dass diese Wahlen verschoben werden müssen. Also du hast ja gerade schon erklärt, warum sie stattfinden müssen, damit Erdogan wiedergewählt werden kann oder eigentlich auch nicht darf, aber niemand hat daran geglaubt, als wir vor Ort waren, dass in so einer Situation Wahlen stattfinden können. Also es war eigentlich durchgängig, wenn wir mit den Leuten geredet haben, waren sie so, ach ja, nee, also mindestens ein halbes Jahr, vielleicht auch noch länger, und irgendwie wird Erdogan einen Weg finden, dann trotzdem zu kandidieren, findet er jetzt auch. Aber ich glaube, dass er das wirklich durchzieht, davon sind alle überrascht, und gleichzeitig ist es eben auch ein Zeichen, was du schon gesagt hast, dieses, man lässt jetzt eben nicht die Jahre ins Land gehen, sondern man setzt jetzt Fakten damit, kann noch so ein bisschen Agitation machen und vielleicht das Erdbeben so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, bevor es wirklich
Probleme mit dem Wiederaufbau gibt und es noch mal noch katastrophaler wird, als es eh schon ist, weil dann vielleicht wirklich klar wäre, dass er diese Wahl nicht noch mal gewinnt. Also das fand ich auf jeden Fall, ist mir gerade noch mal eingefallen. Und die Frage der logistischen Umsetzung ist, glaube ich, auch was, wo man jetzt sehr genau hingucken muss. Also die nicht gezählten Toten zum Beispiel, ne? Also ist, glaube ich, sowas, wo auch jetzt Leute sagen, naja, wer weiß, ob dann die nicht doch, dass nicht Stimmzettel abgegeben werden von Menschen, die nicht eigentlich tot sind. Ganz viele Leute wohnen eben nicht mal an ihren Orten, sondern sind weg, mussten evakuiert werden, leben in anderen Städten und wie registriert man sich? Also sind alles auch so logistische Fragen, die eigentlich unmöglich sind, in der Kürze der Zeit zu regeln, um von fairen Wahlen zumindest zu sprechen. Wir hatten als Medico letzten Donnerstag einen Besuch einer Delegation von 12 Traumapädagoginnen und Erzieherinnen, die im Erdbebengebiet, vor allem in Adıyaman und Diyarbakır, Arbeit fokussiert auf die Rechte von Kindern betrieben haben. Wir haben ein tolles Gespräch geführt mit denen, findet auch ein Interview dazu ab heute Abend auf der Webseite von Medico. Und da haben wir auch ein bisschen über diese Versprechungen gesprochen, die Erdoğan jetzt gemacht hat. Es geistert ja so dieser Begriff der Kredite, dass die Leute jetzt wieder Aufbaukredite bekommen. Und da saß ein Pädagoge, der hat gesagt, ja, er hat so einen Kredit bekommen, 100.000 Lira, ungefähr 5.000 Euro. Und den muss er verpflichtend innerhalb von 3 Jahren zurückzahlen, und zwar nicht 100.000, sondern 130.000 Lira. Was ist das für ein Zinssatz, Mahir? Ich weiß auch. Also auf jeden Fall unglaublich viel, die Leute, also wenn sie überhaupt welche bekommen. Und das hat nochmal gezeigt, dass auch diese Versprechungen jetzt schon sich als leere Seifenblasen entpuppen. Ich würde noch, bevor ich ins Publikum öffne, noch mal einen Blick auf die Opposition werfen und dann auch wieder einen Vergleich von vor 10 Jahren, nicht diesmal vor 23 Jahren, 99 bringen, sondern vor 10 Jahren. 2013 haben ab Mai die berühmten Gezi-Proteste stattgefunden. Ihr erinnert euch wahrscheinlich alle an diese Zeit, war eine sehr intensive Zeit, und ich glaube, das Besondere an den Protesten damals waren, dass diese Spaltungslinien, die in der Türkei immer wieder von Seiten der Macht benutzt werden können, Kurden, Türken, Armenier, Sunniten, Armenier und so weiter, dass diese für eine Zeit lang in Istanbul und anderen Städten, Ankara, Izmir, aufgebrochen waren und die Leute gemeinsam gegen die aktuelle Regierung, damals auch schon die AKP, auf die Straße gegangen sind. Inwiefern steht die Opposition jetzt vor einem Gezi-Moment? Also sind diese Spaltungen auch aufgehoben oder hat man es einfach nur mit einem zerbrechlichen Zweckbündnis zu tun? Hauptsache Erdoğan weg und dann schauen wir mal, was passiert. Du meinst vor allem das Bündnis um Kılıçdaroğlu? Ja, aber auch die quasi informelle Unterstützung des Bündnisses für Arbeit und Freiheit. Okay. Das Bündnis von Kılıçdaroğlu ist stabil, einerseits, weil es eine Kontinuität ist. 2014 gab es ebenfalls gemeinsame Dachkandidaten beim Präsidenten beispielsweise. Es gab 2018 schon eine Wahlallianz mit ähnlichen Parteien, und auf der anderen Seite ist es aber sehr fragil. Fragil haben wir auch gesehen, dass vor ein paar Wochen beispielsweise Meral Akşener, die Vorsitzende der EU-Party, dort einfach aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin raus. Das war dann die Frage so jetzt vom Scherbenhaufen oder was passiert jetzt. Das heißt, wir haben da eine Kontinuität, aber auch gleichzeitig eine große Fragilität. Und ich glaube, dass wenn im politischen Alltag tatsächlich man auf die Stimmen der HDP angewiesen ist, also auf der Yeşilsol-Parti, um genau zu sein, dass dann nochmal die Fragilität nochmal ausbrechen wird. Ja, dass das dann noch mal fragiler wird. Weil wir sehen ja auch, dass beispielsweise Erdoğan den Wahlkampf so betreibt, dass er sagt, das ist eigentlich ein 7er-Tisch, also kein 6er-Tisch, weil die HDP, die Yeşilsol-Parti, ist quasi mit am Tisch. Und das heißt, man versucht das sozusagen so zu kriminalisieren. Doch zu kriminalisieren und sozusagen zu delegitimieren, weil alles, was kurdisch ist, ist sozusagen nicht legitim. Alles, was kurdisch ist, ist quasi gegen den Staat und quasi gegen die Interessen der Bevölkerung und so weiter und so fort. Das mit dem Gezi-Widerstand ist eigentlich ein sehr guter Hinweis, weil der Gezi-Widerstand hat ja dazu geführt, dass aus so einer
Bewegung, die gegen die Regierung war, die bunt war, die Marginalisierte zusammengetrommelt hat, dass dadurch eigentlich auch die HDP entstanden ist und dass auch dadurch die HDP etwas geschafft hat, was ihr keiner zugetraut hat, ein Jahr später, nämlich die 10%-Hürde zu überwinden und nicht knapp wie die FDP, sondern deutlich mit 13, noch was Prozent. Ja? Und das war schon etwas, was so ein Moment war, was das türkische Koordinatensystem, das politische Koordinatensystem massiv geändert hat. Die HDP hat da sozusagen als auf eine Karte gesetzt. Hätte die HDP bei 9,9% gewesen, dann wären alle Stimmen weg gewesen. Und dann hätte die AKP schon damals eine stabile Mehrheit, also nicht stabile nicht, sondern eine sehr komfortable Mehrheit gehabt und hätte die Verfassung schon viel früher verändern können. Aber man hat quasi Risiko gespielt und man hat gewonnen. Das gleiche Risiko, das geht jetzt, also nicht in dem Ausmaß, aber vergleichbar, geht jetzt die türkische Arbeiterpartei ein, indem sie darauf beharrt, selber anzutreten und nicht sozusagen auch dem Bündnis dann auch gewisse Mandate verlustig zu machen. Aber irgendwie so ein eigener oder so ein eigenartiges Ego wird da vorgetrieben und man vielleicht auch mit dem despektierlichen Blick auf die kurdische, ist ja eigentlich keine kurdische Partei, sondern aus der Tradition der Kurden entstehende Partei, dass man darauf so ein bisschen herablassend rüberschaut. Aber das ohne Substanz, weil die türkische Arbeiterpartei, die wird auch bei den Umfragen maximal bei 3% sein. Also ist sie bei Umfragen bei maximal 3%, die ist eher bei 1,5%. Ja, also man fragt sich, woher das Selbstbewusstsein kommt, weil die türkische Arbeiterpartei ist sozusagen in dem Bündnis, um über die 7% Hürde zu kommen. Ja, und so ein bisschen verkennt sie, glaube ich, da ihre Rolle. Und das ist vielleicht das Gegenbeispiel zu Gezi eigentlich, weil das Gezi-Moment oder den Gezi-Moment gibt es mit dem Erdbeben noch nicht. Er hätte entstehen können, ja, aber noch gibt es ihn nicht. Und dementsprechend, glaube ich, würde sich die türkische Arbeiterpartei verpokern. Sie ist ja jetzt doch noch ein bisschen eingelenkt. Man hat sich darauf geeinigt, dass man das ein bisschen variiert. Aber ursprünglich, als sie eigenständig antreten wollte überall, wäre das, glaube ich, ein Verpokern gewesen. Ja, vielleicht nur ganz kurz, wo ich zumindest fand, dass es diesen kurzen Gezi-Moment war, der wahrscheinlich aber auch schon wieder erstickt wurde und der lange nicht die Auswirkungen hatte, wie Gezi damals hatte, zumindest in der Frage der Wahlbündnisse, der Gründung der HDP und des Ausgangs der Wahlen, war dennoch, dass diese solidarischen Strukturen, die politischen Akteure, die politische Akteurslandschaft, die damals auch bei Gezi zusammengekommen ist, auf eine bestimmte Art und Weise auch in diesen solidarischen Zentren oder auch in diesen Hilfsstrukturen zusammengekommen ist. Ich fand das schon sehr bewundernswert oder bezeichnend, selber vor Ort gewesen zu sein und zu sehen, wer da eigentlich alles an Akteuren zusammenkommt. Also da waren Leute aus der Ökologiebewegung aus Istanbul, da waren Leute, die aus der geflüchteten Unterstützung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aus Izmir kamen, da waren straighte kurdische Aktivistinnen aus Schirnak. Also man hatte wirklich das politische, politisch war es sehr spannend, wer da zusammengekommen ist, und die Stimmung war aber auch eine von, war sehr solidarisch, und es war vor allen Dingen klar, man hilft hier allen. Also die Leute vor Ort waren auch bereit, mit der AFAD, mit der staatlichen Katastrophenschutzbehörde zusammenzuarbeiten. Also es war eine Stimmung von, man muss jetzt zusammenkommen, zusammenstehen, um diese Katastrophe gemeinsam zu meistern und für alle da zu sein. Das fand ich sehr stark. Das ist halt dann relativ schnell durch Repression und Kriminalisierung gestoppt worden. In dem Fall jetzt im Pazacik, von dem ich rede, erfolgreich, aber auch an ganz vielen anderen Punkten erfolgreich. Das sind die Leute auch gewöhnt, aber zumindest gab es diese kurzen Momente des Zusammenkommens und auch des Überwindens von politischen Barrieren, zumindest in so linken, im weitesten Sinne linken zivilgesellschaftlichen Kreisen. Das fand ich, ist doch nochmal was, glaube ich, erwähnenswert ist. Ja, und bevor ich ins Publikum öffne, noch eine kleine Anekdote, die ich dafür sehr bezeichnend fand, was du gerade erzählt hast. Es wurde eine alte Frau interviewt, die in einem Erdbebengebiet war. Hat in einem kleinen Dorf gelebt. Sie stand vor den Trümmern ihres Hauses und sagte dann in die Kamera, diejenigen, die uns vom Staat und der Regierung seit Jahren immer als Terroristen präsentiert worden sind, waren die Ersten, die jetzt gekommen sind, um uns zu helfen. Und ich glaube, das ist wirklich zumindest für die direkt vom Erdbeben betroffenen Gebiete sehr, sehr entscheidend und auch relevant gewesen. Ja, wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Jetzt gibt es bestimmt noch einige Fragen, Anmerkungen und Kritik.
könnte, ja genau, Alicia, super. Ja, erstmal herzlichen Dank für die wirklich gute Information soweit. Ich habe eine Frage, also jetzt in der Darstellung haben jetzt sicherlich die wichtigen innenpolitischen Themen dominiert. Außenpolitisch ist ja Erdogan auch sehr präsent. Da ist die Frage, wie spielt das ins ganze Geschehen rein? In den letzten Tagen, Wochen hatte man so über die Medien hier den Eindruck, er geht weg von einer konfrontativen Haltung gegenüber der EU oder gegenüber Europa. Und auch, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, diese befürchtete Invasion in Nordsyrien, da hört man erstmal momentan nichts davon. Was geht da vonstatten? Ich würde sagen, wir sammeln ein paar. Da vorne war noch eine Wortmeldung. Ja, geht das? Ja, okay. Ich wollte zwei Aspekte erwähnen. Einmal glaube ich, dass die Opposition nicht gut beraten wäre, wenn sie, sagen wir mal, diese Erdbebenkatastrophe politisch versucht auszunutzen, für ihre Ziele zu verwerten, weil das kann natürlich zu einem Gegenangriff von Erdogan oder AKP führen, dass die also mit dem Leid der Leute da Politik machen. Ich glaube, das führt letztendlich auch zu einer Zurückhaltung seitens der oppositionellen Kräfte in dem Wahlkampf. Das ist das eine. Das andere, bei politischen Systemen, wo es eine starke Führungsfigur gibt, einen starken Staatspräsidenten, da spielt sich normalerweise Folgendes ab: Der Staatspräsident, der versucht, über allem zu stehen und die Schuld, wenn es dann überhaupt eine Schuld gibt, oder die Verantwortung, politische Verantwortung für bestimmte Entwicklungen abzuwälzen auf andere. Wenn ich mich recht entsinne, wurden recht kurz nach dem Erdbeben doch zahlreiche Bauunternehmer verhaftet. Also mit anderen Worten, Erdogan hat die Devise ausgegeben, die Staatsanwaltschaften gesagt, verhaftet mal ein paar Leute, damit, sagen wir mal, klar ist, nicht ich bin verantwortlich, sondern andere. Das heißt, das sind diese zwei Aspekte, die, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen in der Türkei. Ich bin kein Türkei-Kenner, aber das ist, man kann sich das an fünf Fingern abzählen, wie die Dinge laufen. Und man muss, glaube ich, berücksichtigen, und das wissen wir ja alle hier, die Kontrolle der AKP über die Medien, die ist gewaltig. Das heißt mit anderen Worten, er kann natürlich, Erdogan kann selbstverständlich auch beeinflussen, wie über die Erdbebenkatastrophe berichtet wird. Und dann das Dritte, die dritte Gewalt ist ja auch praktisch in Händen der, des Staatspräsidenten. Also da hat er im Grunde recht gute Karten jetzt für die Wahlen und man muss eigentlich Schlimmstes befürchten. Das werte ich als Beitrag und nicht als Frage. Und da sind noch zwei genau da hinten, ja. Provokation gelungen, es wurden Notizen gemacht. Ich möchte keinen Beitrag leisten. Ich bin eher ein bisschen irritiert, warum man sich überhaupt, wenn sich im Prinzip nach der Wahl eigentlich gar nichts ändert, warum man sich überhaupt in dieser intensiven Art und Weise mit der Wahl auseinandersetzt. Das ist so eine Frage, die ich vor allen Dingen an den letzten Referenten habe. Geht es um mehr als die Abwahl von Erdogan und nach Erdogan kommt Erdogan der Zweite? Was ist es eigentlich, was man durch diesen Wahlprozess an gesellschaftlichen Veränderungen versucht einzuleiten? Ich finde, das ist für mich noch nicht so wirklich klar geworden. Okay, und noch eine letzte Frage und dann zurück aufs Podium.
Ja, danke auch von meiner Seite erstmal für den Input. Eine Sache hat mich vorhin stocken lassen, kurz, beziehungsweise hat mich zum Nachdenken angeregt, und zwar der Satz, die Hilfe ist immer politisch oder hat immer so eine gewisse Färbung. Und was mich ganz konkret interessieren würde, ist die Hilfe, die angekommen ist, mit welchen Botschaften ist die Hilfe angekommen, wie wurde sie wahrgenommen und wie wird sie eventuell auch innenpolitisch wie außenpolitisch instrumentalisiert oder kann instrumentalisiert werden? Sehr, sehr spannende Fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. So, ich versuche es einfach mal. Einmal zu dem Aspekt mit der Opposition, dass die Opposition nicht gut beraten sei, mit dem Leid der Menschen Politik zu betreiben. Absolut. Und das hat ja Anita auch gesagt, dass das zum Beispiel die HDP ja auch vor Ort auch überhaupt gar nicht, also dass man überhaupt keinen Wahlkampf gemacht hat. Aber es gibt dann durchaus Aspekte, gerade bei der Politik, die die AKP betreibt. Und hier wurden schon Stichworte genannt. Die Steuergelder, die beispielsweise für die Erdbeben, also für die Erdbebenkatastrophen eingenommen worden sind, wo ist das Geld? Also wo ist das alles hin? Man kann ja quasi Soforthilfen leisten. Dann das Rote Kreuz, was ja auch staatlich ist, dass das quasi Hilfsgüter verkauft und nicht einfach beliefert, wie, so stelle ich mir zumindest Hilfe vor eines staatlichen Organisation. Dann ebenfalls das mit den Krediten, das Kerem genannt hat, also dass man Kredite aufnehmen soll und dann in 3 Jahren, hast du glaube ich gesagt, das quasi mit einer mit einem Zinssatz von x, weil ich das nicht ausrechnen kann, quasi verdonnert ist, das zu bezahlen. Das kann man schon nehmen, ohne dann mit dem Leid der Person zu agieren, sondern man kann durchaus auch die Politik der Regierung kritisieren. Sündenbocksuche, absolut, stimme ich zu. Und es wird sogar noch absurder. Einige AKP-Abgeordnete oder Bürgermeister haben sogar gesagt, dass das Erdbeben ein künstliches Erdbeben war, das von den USA beispielsweise, also Sündenbocksuche ist in der Türkei immer sehr, sehr, sehr beliebt. Warum sich Erdogan so intensiv damit beschäftigt, mit der Wiederwahl, war, glaube ich, die Frage. Und ob was es für gesellschaftliche Veränderungsprozesse geben kann. Also warum wir uns überhaupt damit beschäftigen. Ach, warum wir uns damit beschäftigen. Also ich vom Berufswegen. Ich werd dafür bezahlt. Ich werde dafür bezahlt. Und natürlich ist ein Unterschied, ob jetzt Tayyip Erdogan regiert in einem immer autoritärer werdenden Stil oder ob da eine Ablösung kommt, die eventuell gewisse Sachen liberalisiert. Liberalisiert heißt nicht direkt demokratisieren, das ist ein Unterschied. Also man kann durchaus in einem autokratischen System bleiben, aber man kann gewisse Sachen beispielsweise durchaus liberalisieren. Ja? Und diese Hoffnungen sind natürlich vorhanden, ja? Und auch gerade. Und da muss man auch vielleicht die Opposition nicht loben, aber auch zugute halten, dass sie auch zum Beispiel geschafft hat, gerade die beiden Personen rüberzuziehen, die noch für eine AKP standen, die von Gerhard Schröder oder von Berlusconi, von Tony Blair als eine gute Partei, als eine lupenreine Demokraten betrachtet wurden. Ja? Und da kann man schon durchaus sehen, dass da vielleicht eine gesellschaftspolitische Hoffnung da ist, dass das nicht sich weiter autokratisiert, sondern dass es sich zumindest liberalisiert. Jetzt habe ich die Frage richtig verstanden und jetzt ergibt die Frage auch viel mehr Sinn. Ich hoffe, meine Antwort auch einigermaßen. Zu der Frage der Außenpolitik und der mögliche Einmarsch oder ein möglicher Einmarsch in Nordostsyrien. Der Wahlkampf in der Türkei wurde schon, oder die Wahlen wurden schon immer über innenpolitische Fragen entschieden und geführt. Ich glaube, deswegen haben wir da jetzt auch gerade gar nicht so viel drüber geredet, obwohl natürlich die Außenpolitik von Erdogan eine große Rolle spielt, vor allen Dingen in der Frage der Allianzen und derjenigen, die die AKP-Regierung international weiterhin stützen. Das ist ja auch in dieser Erdbebenfrage, finde ich, immer noch ein großer Punkt, ob es nicht eigentlich die Aufgabe auch einer internationalen Gemeinschaft wäre, einer Geberkonferenz wäre, wo zu Recht Hilfsgelder beschlossen werden, aber auch die Frage einer unabhängigen Untersuchung zu stellen zu den Fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen im Vorfeld der Erdbebenprävention, aber auch in der Frage der Hilfsverteilung und nicht einfach Hilfsgelder zu beschließen und sie dann
guten Gewissens oder Vertrauens einem autoritären Regime zur Verfügung zu stellen, dass sich schon gut kümmern wird. Also das ist, glaube ich, schon, da merkt man schon, dass die internationalen Allianzen, die EU und die NATO da nicht besonders kritisch auch, also es ist keine Überraschung, das kennen wir auch aus den letzten Jahren in der Türkei, aber auch in dieser Erdbebensituation auf die Verbindung mit der Türkei blickt. Zum möglichen Einmarsch nach Nordostsyrien. Ich glaube, es war völlig klar, das kann nach so einem Erdbeben erstmal nicht passieren. Es gab ja Meldungen, oder es ist auch passiert in den ersten Tagen nach dem Erdbeben, dass Söldnertruppen der Türkei Nordostsyrien beschossen haben. Also es gab unmittelbar nach dem Erdbeben Kriegshandlungen Richtung kurdische Gebiete in Syrien. Das muss verurteilt werden, ist völkerrechtswidrig ohnehin, aber in so einer Situation natürlich nochmal fataler. Ich glaube, so eine Frage des Einmarsches hebt sich die Regierung entweder noch auf. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt noch passiert. Sollte es aber noch mal irgendeinen Eskalationspunkt brauchen oder eine innenpolitische Mobilisierung, ist es sicherlich nicht auszuschließen, dass zumindest sowas wie Luftangriffe, wie sie jetzt letztes Jahr im November stattgefunden haben, die quasi die Hälfte der Infrastruktur in Nordostsyrien zerstört haben, doch nochmal genutzt werden, um innenpolitische Stimmung zu machen, mit so einer antikurdischen Stimmung, die immer so eine innenpolitische Mobilisierung auch in so einer Wahlkampfphase nochmal provoziert. Gleichzeitig muss man sagen, dass auch die Angriffe gegen Kurdinnen in den Nachbarregionen nicht aufhören. Also es werden weiterhin Drohnenangriffe geführt. Im Nordirak, in Sulaymaniyah, ist, glaube ich, vorletzte Woche versucht worden, einer der Hauptkommandeure der syrisch-demokratischen Streitkräfte zu ermorden. Also es wird schon diese Politik des AKP-Regimes wird da schon immer weitergeführt. Ganz kurz zu dem Punkt, Hilfe ist immer politisch. Genau, das ist auf jeden Fall so. Das hast du ja gerade auch schon angedeutet oder ausgeführt. Ich erinnere mich jetzt nur an die Bilder, die in den ersten zwei Wochen und auch bis heute ist es, glaube ich, noch so, Erdogan, der durchs Erdbebengebiet fährt, in einem Bus und Kuscheltiere rauswirft oder so. Ne? Also das ist jetzt ein ganz extremes Bild dafür, aber es gab genauso Berichte, wie dann der AFAD-Bergungsteams, zivile Bergungsteams von Trümmerbergen geschubst hat, weil gerade ein Kamerateam da stand und sie die Bilder brauchten oder so. Also die Inszenierung von Hilfe ist in so Krisenkontexten, die nicht in demokratischen Kontexten stattfinden, immer ein Riesenproblem. Und ich glaube, wir haben ja schon genug davon berichtet, wie Hilfe nicht angekommen ist und wie die Leute auch zur Kenntnis genommen haben, welche Hilfe dann doch angekommen ist oder was auf den LKWs dann für ein Logo stand oder eben nicht. Das nehmen Hilfsempfänger in der Regel schon wahr, von wem die Hilfe kommt und wo sie auch nicht ankommt. Vielleicht darf ich noch eine kurze Ergänzung machen, wenn ich mal aus der Rolle des Moderators kurz rausspringe. Zu der Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den Wahlen? Also jedes autoritäre System ist ja anders. Und um auf einen Begriff von Mahir auch zu verweisen, Mahir spricht in Bezug auf die Türkei von einem semi-kompetitiven autoritären System. Semi-kompetitiv heißt, dass es Möglichkeiten gibt für die Opposition, manche Dinge zu erobern. Also man muss sich nur anschauen, bei den letzten Kommunalwahlen, die zwei größten Städte der Türkei sind in Oppositionshand, Istanbul und Ankara. Das waren empfindliche Schläge gegen das AKP-Regime, weil da viel Ressourcen kontrolliert werden, weil viel Wirtschaftsleistung und viel Wählerschaft in diesen Städten konzentriert ist. Und es ist bis heute auch, wurden diese Bürgermeister, übrigens im Vergleich zu ganz, ganz vielen kurdischen Bürgermeistern, bisher noch nicht abgesetzt. Spannend ist jetzt geht es nicht mehr um eine Stadt oder eine Region, sondern jetzt geht es um das Präsidentschaftsamt. Also jetzt ist die Frage, wie wird das Regime darauf reagieren, wenn tatsächlich Erdogan nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen wird, weil da werden sie natürlich nicht zurückgehen drauf. Und ich denke, da müssen wir uns immer auch auf das Jahr 2015 erinnern, was denn nach den Wahlen im Juni 2015, als das erste Mal schon die AKP keine Mehrheit mehr hatte, was dann passiert ist, und zwar Krieg, und zwar Aufkündigung des Friedensprozesses und Belagerung von 11, 12 kurdischen Städten, Zerstörung dieser Städte und mehr als 5000 Tote, mit dem Ergebnis, dass dann bei den Neuwahlen im November die AKP wieder in Allianz, nicht Koalition, in der Allianz mit der MHP, mit den Faschisten, eine Mehrheit sich erbombt hatte quasi. Jetzt bin ich wieder Moderator.
Ja. Ohne die AKP. Also die AKP hatte 2015 eine alleinige Mehrheit tatsächlich, 2015 bei den Novemberwahlen. Ja, und tatsächlich hast du semi-kompetitive Autokratie ganz gut beschrieben. Also du hast meine Tweets gut verstanden, glaube ich. genau, aber also tatsächlich, also es gibt halt diese Möglichkeiten. Aber ich glaube auch, also du hast jetzt gesagt, dass das Präsidentenamt quasi nicht so freiwillig abgegeben wird. Ja, einerseits. Andererseits glaube ich aber auch, dass diese Allianz in Istanbul, Ankara, hat es ja nur geklappt, weil die HDP mitgemacht hat. Ja? Und das ist sowieso eigentlich, also das Entscheidende, macht die HDP mit. Und die HDP macht bei vielen mit, ja? Aber irgendwann gibt es auch politische Forderungen. Und bei jeder kleinen politischen Forderung wird die IE-Partei austicken. Ja? Die wird dann nicht mitmachen. Allein schon, dass die HDP nicht in dem Sechserbündnis ist, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Opposition eben doch nicht zusammen ist, zusammenhält. Und das ist auch etwas, was mich, ich bashe heute die Journalistinnen und Journalisten, aber wenn man davon spricht, dass die Opposition noch nie geeint war, wie heute in der Türkei, das ist Humbug, das ist Quatsch. Das ignoriert einfach 6 Millionen Menschen, die die HDP wählen. Ja, das ignoriert das einfach. Und das ist, glaube ich, der Unterschied nochmal mit Istanbul und Ankara, dass dann sozusagen auch nochmal aus der parteipolitischen Perspektive diese Einigkeit schwer herzustellen ist, weil die HDP oder die Yeşilsol-Partisi ist sozusagen von der Opposition zum Schweigen verdammt. Und wie lange macht man das mit, beziehungsweise wie lange will man das überhaupt mitmachen? Und das hat man jahrzehntelang mitgemacht und auch jetzt gerade in den letzten Jahren. Ich glaube, das wird dann zu einer stärkeren Fragilität führen als bei den Bürgermeisterwahlen. Aber Bürgermeister, das war auf jeden Fall ein sehr anschauliches Beispiel. Und man sieht, es klappt, es könnte klappen. Ich würde sagen, wir machen eine letzte Runde Fragen, Antworten. Gibt es denn noch Fragen, Anmerkungen? Ja, ganz da hinten. Ich habe noch eine Frage, und zwar am besten mit Mikro, dann. Ich habe nämlich leider gesagt, dass 90% der Menschen in der Türkei nicht vom Erdbeben betroffen sind. Ist nämlich die Frage, welche Rolle denn jetzt die Bankenaufsicht bei den Wahlen spielt, wenn das Erdbeben im Vergleich zur Inflation oder so im Land spielt? Ja, also hat das Erdbeben eine Sprengkraft oder sind die Fragen okay, die Frage war, ja, einen Moment, ich wiederhole kurz die Frage auch, ich habe nämlich vergessen, wir nehmen auf, also es wird nur hier vorne aufgenommen, wenn ihr nicht drauf sein wollt, dann wendet euch an unseren Kollegen Lukas und der schneidet euch raus oder piept euch raus. Die Frage war, inwiefern im Vergleich zu den anderen krisenhaften Prozessen in der Türkei, Inflation, Wirtschaftskrise, Hetze gegen Geflüchtete, das Erdbeben bei den nicht von den Betroffenen, bei den nicht betroffenen Menschen eine Rolle spielt. Und da ist noch eine Anmerkung, bitte mit Mikrofon, dann muss ich nicht wiederholen. Genau zu dieser Frage und zu dem Punkt, 10% der Bevölkerung sind von dem Erdbeben unmittelbar betroffen. Aber was ich so gelesen habe, ist, dass es enorme wirtschaftliche Auswirkungen für die Gesamtbevölkerung auch hat. Also nicht nur jetzt denjenigen, dass die Wohnung eingestürzt ist oder kaputt gemacht gegangen ist, sondern eben halt von der wirtschaftlichen Struktur der Türkei dieses Erdbeben auch nochmals massive Konsequenzen für das gesamte Land hat. Ich weiß nicht genau, kann man das so sagen? Ich sehe jetzt gerade keine weitere Frage mehr und würde dann zum letzten Mal aufs Podium gehen. Super. Solche Krisen kommen ja meistens nicht alleine, sondern so eine Katastrophe bringt immer politische, gesellschaftliche, ökonomische Krisen und die drei natürlich zusammen haben natürlich eine große Sprengkraft. Und es stimmt, es sind nur 10% vielleicht unmittelbar betroffen, aber potenziell sind in der Türkei 90% vom Erdbeben betroffen. Weil wir haben 1999 Erdbeben in Istanbul gehabt. Ja, und 16 Millionen, 19 Millionen, 20 Millionen Menschen leben in Istanbul in der Gegend. Das heißt, potenziell sind mehrere, also sind quasi fast 90% der Bevölkerung der Türkei von Erdbeben betroffen. Und dementsprechend hat das natürlich eine Bedeutung, auch wenn man nicht unmittelbar betroffen ist, man ist potenziell betroffen. Ja? Und das ist vielleicht so die Kurzfassung der Antwort. Genau, diese potenzielle Betroffenheit, von der du jetzt gesprochen hast,
hat sich, glaube ich, so ein bisschen schon darin ausgedrückt, dass in Istanbul ganz viele Leute nach dem Erdbeben wirklich schnell angefangen haben, Architektenbüros oder die Kammer aufzusuchen, um ihre eigenen Häuser auf Erdbebensicherheit zu prüfen, weil eben von diesen Schwarzbauten oder von diesen sehr schnell hochgezogenen Wohngebäuden, von denen ich vorhin gesprochen habe, es auch in Istanbul jede Menge gibt und relativ schnell Experten das Szenario vorhergesagt haben, wenn so ein Erdbeben in diesem Ausmaß in Istanbul passiert, dann ist die Katastrophe noch mal viel größer, das Ausmaß, die Toten. Und es ist ein nicht unrealistisches Szenario, denn die Türkei ist Erdbebengebiet, auch Istanbul ist Erdbebengebiet. Von daher ist vielleicht dein Punkt schon richtig, dass die unmittelbare Betroffenheit sich auf jeden Fall auf ein größeres Gebiet streckt als auf die Erdbebenregion. Ja, da kann ich dir zustimmen. Ja, es gibt keine Fragen mehr. Hier wurde viel auch schon gesagt. Wir haben einen großen Themenkomplex heute ausgelassen, und zwar die Rolle des Westens, der Europäischen Union und der Bundesregierung in Bezug auf das AKP-Regime und auf die Wahlen. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Wochen noch etwas begleiten. Es hat uns auch heute in Frankfurt und Umgebung begleitet. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass aus Kassel ein kurdischer Aktivist, der vor Verfolgung aus der Türkei nach Deutschland geflohen war, abgeschoben werden sollte. Er schon am Flughafen saß und dann aufgrund des öffentlichen Drucks, des Einsatzes seines Anwaltes und auch, weil er sich gegen die Abschiebung körperlich gewehrt hat, diese Abschiebung letztendlich verhindert werden konnte, was sehr, sehr gut ist. Und gleichzeitig wurden heute auch die Räumlichkeiten des kurdischen Gesellschaftszentrums in Darmstadt von einer großen Einsatzstaffel der Polizei durchsucht. Das erinnert fast schon ein bisschen an Wahlkampfhilfe für die herrschenden Kräfte in der Türkei. Mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns auch hier in einem gewissen Sinne solidarisch zeigen. Es wird ja auch hier Wahlkampf stattfinden. Es werden auch hier die progressiven, emanzipatorischen Kräfte Infostände machen und so. Wenn ihr wollt, schaut doch mal bei denen vorbei und diskutiert mit ihnen. Ansonsten bleibt mir noch übrig zu sagen, dass wir als Medico im Vorfeld der Wahlen noch eine weitere Veranstaltung machen werden in Bezug auf die Türkei. Und zwar am 9. Mai um 18.30 Uhr wieder hier zeigen wir den Film Tearing Walls Down, eine Dokumentation über oppositionelle linke Politikerinnen, nicht gegendert, sondern nur Frauen, und zwar Aysel Tuluk, Figen Yüksekdağ und Gülten Kışanak werden in dieser Dokumentation porträtiert und Anita diskutiert im Anschluss mit Sibel Yildalp, auch eine frühere HDP-Abgeordnete, die jetzt hier im Exil ist, zusammen mit Adil Demirci, den Journalisten, der auch in der Türkei längere Zeit im Knast saß und jetzt diesen Film gemacht hat. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, es ist auch eine Premiere, also der Film wurde noch nicht in Frankfurt gezeigt. Könnt ihr gerne am 9. Mai um 18.30 Uhr vorbeischauen. Ansonsten auch vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, auch während der Erdbebenphase, dass sehr, sehr viele Menschen gespendet haben. Wahrscheinlich saßen auch hier einige im Publikum. Das hat uns wirklich viel ermöglicht, dort zu helfen und auch zu intervenieren. Und auch in Zukunft wird dort noch weiter was gemacht werden. Wir sind da gerade am Planen und danke, dass ihr da so kräftig dabei wart. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und einen schönen Abend noch. Ciao.